Die Stadt, in der wir leben, hat einen großen Einfluss auf unsere Psyche. Wie stark dieser Einfluss ist und was das Stadtleben mit uns macht, das wollen wir herausfinden. Dafür arbeiten wir mit der App Urban Mind zusammen und jetzt fragen wir euch. Städte sind für Forscher wie mich oft noch eine Blackbox. Ein Ort, der bei einer Person ein sehr gutes Gefühl erzeugt, verursacht bei anderen total viel Stress. Und im Projekt Deine emotionale Stadt helft ihr mit, die Ursachen dafür zu erforschen. Warum nehmen wir Orte so unterschiedlich wahr? Woher kommt das? Das wollen wir mit eurer Hilfe herausfinden. Um so die Städte der Zukunft mitzugestalten und gemeinsam Stadtentwicklung voranzutreiben. Denn was in Städten passiert, betrifft uns alle. Und gemeinsam können wir beginnen, die Städte besser zu verstehen. Zusammen mit euch entsteht eine emotionale Stadtkarte, die uns zeigt, wie es euch in der Stadt geht. Mit den Daten dieser Karte kann zum Beispiel die Stadtplanung besser werden. Und so können Städte für uns alle lebenswerter werden. Mitmachen bei Deine emotionale Stadt heißt mitforschen an der Stadt der Zukunft. Und alles, was ihr jetzt dafür braucht, ist die App Urban Mind. Urban Mind. Dieser Applaus für alle, die Urban Mind mitentwickelt haben. Da hinten ist das Team. Hier sind unsere Gastgeber. Herzlich willkommen zu der Veranstaltung Die emotionale Stadt. Herzlich willkommen im Futurium. Mein Name ist Eckhard von Hirschhausen. Ich bin Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und ich dachte eben, boah, eine Riesenschlange. Und ich war neugierig auf sie. Ich dachte, Menschen, die am Montagabend an so einem Abend in geschlossene Räume kommen, um sich darüber Gedanken zu machen, wie diese Stadt schöner wird. Das sind keine gewöhnlichen Menschen. Das sind so lebenshungrige Hallodries wie Sie. Deswegen wollte ich gerne wissen, wer von Ihnen würde denn sagen, ich bin Berliner oder Berlinerin? Da merken einige schon, wie ist die Definition? Für mich ist jeder ein Berliner, Berlinerin, der es schafft, U-Bahnhof Hermannplatz auszusteigen, ohne in Karstadts Lebensmittelabteilung zu landen. Das finde ich eine brauchbare Working Definition. Wer ist denn nicht in Berlin geboren von Ihnen? Okay. Ich muss mich selber melden. Ich bin in Frankfurt geboren und dann rechtzeitig vor dem Spracherwerb mit einem Lebensjahr hierher. Darf man sich dann Berliner nennen? Dann kommt ja mal die Frage, West oder Ost? Ich sage mal Süd. Und diese Stadt macht etwas mit einem. Und darum geht es in diesem Projekt. Wie verändert Stadtplanung, wie verändert gebaute Umwelt den Menschen, wenn gleichzeitig der Mensch doch eigentlich derjenige ist, der das Ganze gebaut hat? Und bei vielen von diesen Gebäuden in Berlin, die man so sieht, fragt man sich, wer hat das gebaut? Ich bin selber eben Mitglied der Fakultät der Charité, deswegen gucke ich natürlich auch immer auf die medizinische Wirkung. Wer von Ihnen ist denn aus dem Gesundheitsbereich? Hand hoch. Okay, wer ist denn aus dem Baustädteplaner-Architekturbereich? Okay, und wer weiß noch nicht genau, warum er hier ist und meldet sich lieber gar nicht? Auch Sie herzlich willkommen. Sie können heute gar nichts falsch machen, denn diese Stadt gehört uns allen und wir alle prägen diese Stadt mit all der Diversität, die heute hier versammelt ist und die auch die Grundidee dieser App abbilden soll, nämlich: Wo fühlen sich Menschen wohl? Wie kann man das mit dem Ort, der Örtlichkeit verbinden? Und wie können daraus interessante Ansätze entstehen? Und bevor ich weiter erzähle, was diese App kann oder nicht kann, wer von Ihnen hat denn Urban Mind schon auf dem Handy? Okay, und diese Frage stelle ich nachher nochmal. Und bis dahin haben Sie Zeit, sich das runterzuladen. Wenn Sie überzeugt davon sind, dass das wirklich ein ganz, ganz großartiges Citizen Science Projekt ist. Und davon überzeugen uns jetzt Dr. Rosalina Babukova und Mazda Adli. Herzlich willkommen. Rosalina, Sie sind Stadtforscherin, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin hier im Futurium. Was ist Citizen Science?
Ja, Citizen Science, das sind Bürgerinnenwissenschaften auf Deutsch, aber weil das so ein langes Wort ist, haben wir gesagt, wir bleiben mal beim englischen Begriff Citizen Science für unser Projekt. Und im Grunde geht es darum, dass ganz normale Menschen, Bürgerinnen und Bürger, einfach bei der Forschung mitmachen, also mitwirken. Das kann als Beitragende sein, das kann auch als Projektleitende sein, kommt auf das Projekt an. Und es hat auch eine lange Geschichte, Citizen Science, gibt es schon länger. Das kommt aus der Umwelt- und Biodiversitätsforschung. Und beispielsweise gehen da Leute in die Natur, schauen sich Naturphänomene an oder aber auch das Vorkommen von Tieren, Insekten, Pflanzen beobachten und dokumentieren das und tragen so zur Forschung bei. Und das geht jetzt auch in Richtung Sozialforschung, kann man auch Citizen Science anwenden, wie auch jetzt in unserem Fall hier. Und es geht heutzutage total einfach mit den digitalen Technologien, weil jeder hat ein Smartphone bei sich in der Tasche. Und dafür werden dann spezifische Apps entwickelt und spezifische Server und Websites eigens dafür programmiert. Und ja, das geht dann zeit- und ortunabhängig. Man kann bei sowas mitmachen. Ja, großartig. Es gibt ein paar faszinierende Beispiele, wo Citizen Science schon funktioniert hat. Zum Beispiel, Sie haben es erwähnt, dass ehrenamtliche Forscherinnen und Forscher die ersten waren, die Alarm geschlagen haben, wie viele Insekten wir verloren haben. Die Älteren unter Ihnen, mich inklusive, erinnert, dass wenn man in Urlaub gefahren ist, musste man regelmäßig die Scheibe putzen, weil da Insekten dran waren. Muss man heute nicht mehr. Wir erleben das aber erstmal nicht als Verlust von Biodiversität, sondern ja, ist halt so. Und dann kamen tatsächlich engagierte Menschen, das war in Krefeld, war ein Entomologen-Fanverein, also Insektenforscher, und die haben wirklich die Wissenschaft erst auf diesen Riesenzusammenhang aufmerksam gemacht. Ein anderes Projekt ist, dass wir alle immer wieder den Himmel über uns, den Himmel über Berlin fotografieren. Und dann kann man nämlich, wenn man die ganzen Fotos nebeneinander hält, die gerade von Luftverschmutzung auch anhand der Pixel sozusagen rückschließen und. Es gibt ganz, ganz viele tolle Beispiele. In England wurden neulich die Füchse gezählt. Auch das kann ja kein wissenschaftlicher Mitarbeiter da in allen Straßen machen. Wenn man die Menschen involviert, plötzlich hat man Daten, von denen man als Wissenschaftler träumt. Master Adli. Neurourbanistik, das Feld, was wirklich dein Steckenpferd schon seit vielen Jahren ist, verbindet das, was seelische Heilkunst, die Psychiatrie, dein Urfach, eben mit der gebauten Umgebung. Was hat dich dazu angeregt, nicht nur den Menschen alleine zu sehen, sondern auch zu verstehen, dass ganz viel von unserem emotionalen Haushalt, von unseren seelischen Erkrankungen, von unserem Puffer, wann wir gestresst sind, wann nicht, auch damit zu tun hat mit der Umgebung, weil die klassische psychiatrische Blickweise ist ja, den Einzelnen zu sehen und diese sozialen Aspekte erstmal, erst recht die Gebäude, außer Acht zu lassen. Warum ist das so wichtig, dieser Blick? Also ich glaube, die Erfahrung, dass uns unsere Umgebung prägt, dass die Stadt, die Menschen, die darin mit uns leben, dass das irgendwie einen Einfluss auf unser Wohlbefinden und auf unsere Emotionen hat. Ich glaube, diese Erfahrung hat jeder und jede schon gemacht. Das liegt nahe. Und als Psychiater ist mir irgendwann mal die Beobachtung und der Befund über den Weg gekreuzt, dass Menschen, die in Städten wohnen, ein größeres Risiko haben, psychisch zu erkranken. Mehr Depressionen, mehr Schizophrenie, mehr Angst. Alles Krankheiten, die irgendwas mit Stress zu tun haben. Und gleichzeitig ist es aber so, dass in den Städten natürlich, ehrlich gesagt, die Gesundheitsversorgung sehr viel besser ist. Also wenn du mal versuchst, außerhalb von Berlin einen freien Psychotherapieplatz zu finden, dann kann man nur sagen, da braucht man ganz, ganz viel Geduld. Die Situation ist in Berlin eigentlich viel günstiger. Warum? Warum geht es aber den Menschen eigentlich schlechter in der Stadt? Und das wollte ich verstehen. Und dazu braucht man aber nicht nur den Blick aus der Medizin und aus der Psychiatrie heraus, sondern eben auch aus vielen anderen Fachgebieten, die was mit der Stadt zu tun haben, aus der Architektur, aus der Stadtplanung, aus der Geografie, aus den Kognitionswissenschaften. Und so haben wir, da sind hinten stehen ganz viele aus der Gruppe, das Forum Neurourbanistik gegründet, ein Zusammenschluss von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also unterschiedlichster Fachgebiete, die diesen Zusammenhang, wie wirkt die Stadt auf unsere Psyche, besser verstehen wollten. Und das machen wir jetzt zusammen.
Ja, wir haben auch auf dem letzten großen DGPPN, also der Fachgesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, einen Aufruf gestartet, nämlich auch diese Faktoren, die auch durch die Hitzeentwicklung zum Beispiel in Städten auf die Seele wirken, endlich auch psychiatrisch viel stärker ins Auge zu nehmen und zu untersuchen, bis hin zu der Frage, warum triggert zum Beispiel auch die Feinstaubbelastung seelische Erkrankungen. Auch das ist Hot Shit, wenn man sich in der Forschungslandschaft anguckt, nämlich dass Menschen, die dreckige Luft einatmen, und Luftverschmutzung ist Killer Nummer 1 weltweit, dass die durch diese kleinen Partikel, die durch die Lunge, ins Blut, ins Hirn gehen, so eine Art chronische Entzündung haben. Und auch das ist inzwischen eben viel, viel stärker im Fokus, dass wir unsere Seele eben nicht isoliert von der Hardware unseres Hirnes, aber auch nicht isoliert von der ganzen Umgebung um uns herum betrachten können. Und das finde ich auch so spannend. Und deswegen engagieren wir uns da auch schon an verschiedenen fachgesellschaftlichen Podien gemeinsam. Und heute geht es jetzt darum, viele Bürgerinnen und Bürger dazu zu animieren, mit dieser App neue Daten beizutragen. Rosalina, warum ist das interessant fürs Futurium? Und was wüssten Sie noch gerne, was Sie noch nicht wissen können? Fürs Futurium, also wir sind ja ein Ort für die breite Öffentlichkeit, wo auch Zivilgesellschaft mit Politik, Wissenschaft, Industrie und Kunst, Kultur zusammenkommt. Und mit so einer App, mit diesem Citizen Science Ansatz, wollen wir, dass ganz viele Leute bei dieser wichtigen Frage mitmachen und auch so ein großes Bewusstsein dafür schaffen, also wie wichtig auch eigentlich Stadt auf uns also wirkt. Und dass wir dabei, wenn wir jetzt mit in die Forschung gehen, auch dann was bewirken können. Wo fühlen Sie sich in dieser Stadt am wohlsten? Haben Sie so einen Wunsch für Ort? Ja, viele eigentlich. Vor allem da, wo es grün und blau zusammenkommen. Also hier zum Beispiel am Spreeufer, im Tiergarten, Landwehrkanal, an der Panke in Wedding, wo ich wohne. Aber auch an sehr an Orten, wo viel Treiben herrscht. Also an Märkten zum Beispiel, Arkonaplatz oder Winterfeldplatz, Holzmarkt. Also da, wo es Vielfalt gibt an Menschen und Aktivitäten. Ja, das finde ich cool. Haben Sie gemerkt, wie sie plötzlich ganz anders spricht und strahlt in dem Moment, wo man über was Positives spricht? Das ist irre. Alleine der Gedanke an diese Orte löst was bei Ihnen aus. Ja. Master, was sind deine Lieblingsorte in Berlin? Du bist ja auch ein großer Freund der Kultur und du sagst auch, Städte sind ja auch deswegen für die menschliche Seele gut, weil wir hier viele Gleichgesinnte im Konzert, in der Oper, im Theater treffen können. Welche Rolle spielt auch sozusagen kulturelle Funktion für die seelische Gesundheit? Kultur ist tatsächlich hat eine ganz wichtige Funktion für unser seelisches Wohlbefinden. Und die Städte sind ja Orte, an denen die ganzen großen Kultureinrichtungen zu Hause sind. Die kulturelle Vielfalt der Stadt ist ja auch ein Grund dafür, warum es Tag für Tag mehr Menschen in die Städte zieht. Und es sind öffentliche Orte. Es sind öffentliche Orte, die uns zusammenbringen, die dafür sorgen, dass wir auf andere treffen. Es sind Orte, die dafür sorgen, dass wir überhaupt Zeit vor der eigenen Haustür statt dahinter verbringen. Und Zeit vor der eigenen Haustür ist diejenige, kann man sich grundsätzlich merken, die unserer Seele ganz besonders gut tut. Und deswegen hat jedes Kulturzentrum, jedes Museum, jede Galerie, jedes Theater einen Public Health Auftrag. Ja, kleine Anekdote am Rande. Ich habe Teil meines Studiums finanziert durch Straßenzauberei und war damals mit so einem kleinen Köfferchen in Europa mit dem Interrail-Ticket unterwegs. Und Berlin war somit die unattraktivste Stadt für alles, was man sozusagen an Kultur auf der Straße machen wollte. Warum? Weil es hier praktisch keine Orte gibt, wo man nicht ständig Autolärm hat, gegen den man anschreien muss. Und die schönsten Orte waren alte Städte in Italien. In Perugia, in Assisi, in Toskana, Umbrien, wo man wusste, dass die Stadt eben erstmal nicht für Autos gebaut wurde und nicht optimiert wurde, sondern für Fußgänger und für Flanierende, für Lustwandelnde. Also dieses Wort ist aus der Mode gekommen, aber erklärt ganz gut, dass Städte ja eigentlich auch ein Ort der Begegnung sind und nicht nur des Shoppingcenters. Und durch diese Art und Weise, wie wir Städte auch umgebaut haben, gibt es jetzt ein Rush-in zum Einkaufen, Arbeiten, dann Rush Out und dann sind oft die Innenstädte total tot und dann haben noch ein paar Oligarchen ein paar leerstehende Wohnungen als Spekulationsobjekt, aber das, was menschliches Leben, was Begegnung, was Lebendigkeit und seelische Gesundheit ausmacht, muss man verteidigen gegen viele, viele andere Entwicklungen,
die erstmal gegenläufig sind. Und der weltweite Trend ist, immer mehr Menschen streben in Städte, immer mehr Menschen leben in Städten und um Städte herum gibt es immer mehr sozusagen einen Saum von Menschen, die zwar wahnsinnig viel Fläche versiegeln, aber dadurch nicht glücklicher werden. Und das finden wir jetzt raus. Ich zeige Ihnen mal, wie diese App funktioniert. Sie können sich die bei Urban Mint, Urban Mind, runterladen. Und das sieht dann so aus. Dank der wahnsinnigen Technik, die im Futurium zur Verfügung steht, sehen Sie jetzt live, was ich hier auf meinem iPad sehe. Boah, wie sehr beeinflusst deine Umgebung gerade deine Gefühle? Und dann kann man da so von 1 bis 5, beeinflusst gar nicht bis beeinflusst sehr, wählen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, das ist nicht die erste Frage, die kommt, aber wir wollten das möglichst plastisch machen. Zeigen Sie mir mal Ihre Finger, wie würden Sie die Frage beantworten, wie sehr beeinflusst deine Umgebung gerade deine Gefühle? Sie können ja einmal kurz rechts und links gucken, wie die so drauf sind und den Mittelwert bilden. Also hier sind ziemlich viel gut gelaunte Menschen. Was löst dieses Gefühl, was löst diese Gefühle gerade in dir aus? Die Menschen um mich herum, die Natur um mich herum, der Verkehr um mich herum, die umgebenden Gebäude, etwas anderes. Da sagen wir mal die Menschen, oder? Statistisch ist übrigens, wenn ich den Humor auch als eine seelische Ressource betrachte, als Resilienzfaktor, ist, und Sie sich fragen, habe ich Humor, kann man das auch sehr einfach skalieren. Statistisch ist jeder Dritte hässlich. Und Sie haben gerade rechts und links geguckt und wenn die beiden neben Ihnen okay aussehen, dann haben Sie Humor. So Fragen finde ich auch wichtig, sollte man auch in der nächsten, in dem Update der App integrieren. Und jetzt erfasse deine Umgebung. Als nächstes bitten wir dich, ein Foto von deiner Umgebung aufzunehmen. Rosalina, Master, wenn ihr euch hier hinstellt, dann machen wir ein Selfie mit Ihnen allen. Ja? Früher hat man ein Band zerschnitten, wenn irgendwas eröffnet wurde. Heute macht man ein Selfie. Und mal gucken, bitte nimm ein Foto von der Sache auf, die dich glücklich macht. Das ist, dass dieses Futurium so hammervoll ist. So. Will jemand nicht mit drauf, dann ist jetzt Ihre letzte Chance, sich zu ducken. Ansonsten hoffe ich, dass wir dieses Foto nutzen dürfen. Und ich muss das ganz schnell abfotografieren, weil sonst ist es in der App geschluckt. Und das können wir nie mehr verwenden. So, sehr gut, haben wir gesichert. Jetzt wissen Sie, worum es geht. Jetzt wissen Sie auch die Idee, dass man Orte dann mit emotionalen Zuständen korrelieren kann. Was würdet ihr denn sagen? Was wäre eure Arbeitshypothese? Wir haben das auch hier auf dem Slide. Stadtstress und menschliche Psyche stehen in einem engen Zusammenhang. Wir untersuchen den Einfluss von Stadtleben. Und diese emotionale Karte hat ja dann all diese Facetten von Grün, von mein Zuhause bis purer Stress. Master, was ist bisher in der Forschung schon klar, was löst Stress aus bei Leuten? Also vielleicht erkläre ich erstmal, tatsächlich erfassen wir mit der App verschiedene Emotionen, die wir haben können. Also da kommen dann Fragen wie, ich fühle mich glücklich, ich fühle mich angespannt, ich fühle mich einsam, um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Und da aus diesen Angaben heraus mit dem geografischen Standort, den wir dann bekommen, versuchen wir sowas wie eine Emotionsstadtkarte, also eine emotionale Wetterkarte, wenn man so will, zu entwickeln und die uns dann Aufschluss darüber gibt, wo zum Beispiel viel Stress entsteht. Und Stress, habe ich vorhin schon gesagt, beeinflusst unsere Psyche, vor allen Dingen, wenn es Stress ist, den man nicht mehr abschalten kann. U-Bahn fahren. Ja, U-Bahn ist für viele total stressig, aber das kann man immer abschalten, indem man aussteigt. Und, ich habe ja immer ein Noise-Canceling-Kopfhörer dabei. Das finde ich auch ein emotionales Grundbedürfnis. Ja, genau, aber dann fehlt einem dann vielleicht aber auch wiederum die soziale Erfahrung, wegen der man ja auch sich gerne durch die Stadt bewegt. Ich finde, also, U-Bahn-Fahren in Berlin sollte als Psychiatriepraktikum auch anerkannt sein, oder? Da können wir noch drüber sprechen. Aber tatsächlich ist sozialer Stress derjenige, den wir in der Stadt aufspüren wollen. Denn das ist wahrscheinlich derjenige Stress, der unter die Haut kriecht und irgendwie ins Gehirn und uns da gesundheitlich beeinflusst. Und dieser soziale Stress entsteht zum Beispiel, wenn es zu dicht wird. Enge, Overcrowding, dichte Stress. Und wenn man keinen Rückzugsraum mehr hat, um sich von der Betriebsamkeit mal zu erholen, wenn man keine
vernünftige Tür hat, um die mal hinter sich zuzumachen oder wenigstens einen Vorhang. Und das andere ist Isolationsstress, Einsamkeit. Betrifft total viele Menschen in der Stadt. Gerade die Pandemie hat uns auf die Bedeutung von Einsamkeit besonders aufmerksam gemacht. Ja. Wir sind in Berlin, das muss ich mal dazu sagen, leben 50% der Bevölkerung alleine in einem Haushalt. 50%. Und das waren Menschen, die während der Pandemie, während der Hochzeiten der Pandemie ganz besonders einem Einsamkeitsrisiko ausgesetzt waren. Aber es ist eben ein Großstadtthema und verursacht Stress, gibt sogar so richtig was wie eine Einsamkeitssterblichkeit und sorgt für Depressionen und viele andere psychische Probleme. Solche Stressoren wollen wir finden, genauso wie die Ressourcen in der Stadt, alles das, was uns gut tut. Die Kultur haben wir gerade genannt, das Zusammensein mit anderen, die Erfahrung von Komplexität und Vielfalt, die wichtig ist für unser Gehirn und für unsere Gehirnentwicklung. All das sind protektive Faktoren. Und wie das zusammenspielt und wie das am Ende so ein Geräuschteppich gibt, wollen wir über diese App erfahren. Klasse. Und es gibt da schon ein Projekt, was in London gelaufen ist. Und Berlin ist jetzt in der Pilotphase. Und wenn das hier gut läuft und Sie alle nicht nur runterladen, sondern auch weiterempfehlen und mitmachen, und ich werde dann nachher unser Foto auch posten auf Insta, dann spricht sich das rum. Weil je diverser, je unterschiedlicher die Menschen sind, die da mitmachen, desto bunter wird auch die Karte. Wir wollen ja nicht nur Menschen aus einem Bezirk, sondern aus allen, idealerweise. Und aus allen Branchen. So ist es. Und aus allen Altersstufen, ab 18. Unter 18 wurde es schwer mit der Einverständniserklärung, das hat uns die Ethikkommission untersagt, aber ab 18 darf man mitmachen. Also alle über 18 können die unter 18-Jährigen fragen, wie das geht. Genau. Das hat die Ethikkommission nicht ausgeschlossen. Herzlichen Dank, Rosalina. Wir sehen uns gleich wieder bei der Podiumsdiskussion. Da können Sie sich auch natürlich Fragen schon für die Menschen hier oben überlegen. Aber wir haben noch ganz, ganz viele andere spannende Perspektiven auf diese Stadt. Erstmal Applaus für euch. Und ich darf Sarah Bovelet auf die Bühne bitten. Sarah. Hallo. Einer der Orte, an denen du häufig bist in der Stadt, ist die Floating University. Ist hier markiert. Ja. Wo ist das? Unten kann man den Flughafen sehen. Das ist der Tempelhofer Flughafen oder der ehemalige Tempelhofer Flughafen. Und im Norden davon, zwischen dem Flughafen und dem Südstern, befindet sich das Regenrückhaltebecken, wo der gesamte Regen, der auf dem Dach von dem Flughafen und auf der betonierten Vorfläche ankommt oder runterregnet. Dieser Regen muss irgendwo hin, der versickert dort nicht, sondern der wird in dieses Becken geleitet. Und so bekommt das Becken, was wir da in grün markiert sehen, den gesamten Regen von diesem Flughafen eben. Und das ist eine technische Infrastruktur, die eigentlich nur den Zweck hat, dass sie eben diesen Regen aufsammelt, bis die Stadt, die Kanalisation, den Regen aufnehmen kann. Und wir haben uns aber 2018 gedacht, das ist schade, dass diese Infrastruktur nur als Infrastruktur genutzt wird, weil es ein wunderschönes Becken ist, wie man auf dem nächsten Bild sehen kann. Wir sehen hier das Becken, weil es der Öffentlichkeit eben nicht zugänglich war und die Natur da ihr Unwesen allein treiben konnte, sich ein riesiger Schilfgürtel gebildet hat und ein fast seeähnliches Becken entstanden ist, in dem wir eben die Floating University als Experiment platziert haben. Und ja, jetzt das nächste Bild zeigt, dass wir auch dass wir verschiedene bauliche Strukturen dort platziert haben, um auszuprobieren, wie man mit verschiedenen Strukturen dieses Becken erlebbar machen kann, wie man das nutzen kann, wie wir mit der, also der Boden ist komplett betoniert, das heißt, wir haben eigentlich eine 1A-Fläche, die man für unterschiedliche Sachen nutzen kann, aber in unterschiedlichen Konstellationen dann einfach da ausprobieren kann. Wenn du von dir redest, du hast selber Architektur studiert. Ich finde das super, dass es mitten in Berlin so eine Oase gibt, wo nicht nur Regen eingesammelt, sondern auch wo Gedanken freigesetzt werden sollen. Floating University, was floatet und was kann man bei euch lernen? Was floatet, ist eine sehr gute Frage, eigentlich fast nichts. Wir haben, glaube ich, 6 Plattformen, die tatsächlich floaten. Ansonsten sind es alles Stege, die fixiert auf dem Boden sind.
University ist auch durchgestrichen, wie manche vielleicht wissen. Auch das hat damit zu tun, dass wir offiziell keine Universität sind. Dennoch kann man trotzdem viel bei uns lernen. Also wir sind in diesem Becken, wo der Regen kommt, wo wir verschmutztes Wasser in diesem Becken vorfinden, wo wir nicht drin schwimmen können, eben weil es verschmutzt ist. Und man kann da sehr viele Sachen über die Stadt lernen, aber auch über Wasser, über Regen lernen, über Infrastrukturen. Also die Themen sind eigentlich sehr breit. Das sieht man auf diesem Foto. Da hat es geregnet und plötzlich steht ihr unter Wasser. Plötzlich stehen wir unter Wasser. Manchmal stehen auch die Stege unter Wasser und auf einmal ist alles, was du gedacht hast, was du heute machen kannst, vielleicht ein bisschen anders. Ich finde das ganz wichtig, dass wir verstehen, dass der Wasserhaushalt von Städten ganz, ganz viel mit uns körperlich wie seelisch anfängt und macht. Also wir haben genau vor einem Jahr die Flutkatastrophe im Ahrtal erlebt, also nicht erlebt, sondern wir wussten, dass sie da stattfindet. Ich habe da auch mir vor Ort dann ein Bild gemacht, aber eine Freundin dort dem Ertrinken nahe gewesen, gerettet wurde und weil ich dann auch wissen wollte, was verändert das mit den Menschen, wenn sie sich einmal derartig hilflos diesen Flutmassen ausgeliefert fühlen. Und im Moment haben wir in Deutschland wahnsinnig Dürre und Trockenheit, aber das ganze Wasser, was im Moment fehlt, schwebt ja sozusagen über uns und wird in den nächsten Wochen irgendwann wieder mit Riesengewalt runterkommen. Und diese Extremwetter ist das genau, was die Wissenschaft vorhergesagt hat. Und ein bisschen was ist ja Teil dieses Beckens gewesen, dass man wusste, wenn man eine Fläche versiegelt, wie den Flughafen, dann braucht man auch eine Fläche, wo man es auffängt. Mhm. Und im Ahrtal wurde genau das ja versäumt, nämlich dass es Flächen gibt, wo Wasser sich ausbreiten kann und dann wurde alles versiegelt, dann hat es sich noch in diesem Tal so gesammelt und Häuserschluchten haben eine sehr, sehr ähnliche Funktion, inklusive der Tatsache, dass die Kanalisation dafür überhaupt nicht vorbereitet ist und dann kommt der ganze Scheiß, den man so gerne wegspült, kommt uns wieder entgegen und dann vermischen sich auch Trinkwasser und Brauchwasser und Abwasser und dann haben wir plötzlich Keime und Dreck und Chemikalien und all das, auch mitten in der Stadt. Und das sind alles Szenarien, die theoretisch antizipiert wurden, siehe dort, aber in der Praxis jedes Jahr, die Klimakrise weitergeht, wahrscheinlicher werden. Und gleichzeitig brauchen wir nicht nur die Auffangbecken für die Extremwetter, wir brauchen sie vor allen Dingen auch für die Kühlung. Der Mensch ist deswegen international so erfolgreich als Art auf diesem Planeten, weil wir schwitzen können. Das vergessen wir oft. Unser Hirn ist extrem darauf angewiesen, dass wir eine konstante Temperatur halten können. Jedes Fieberthermometer dieser Erde endet bei 42 Grad. Und das ist kein Zufall. Bei 42 Grad denaturieren Proteine, heißt das auf schlau. Auf gut Deutsch, ihr Hirn ist danach Matsch. Und da kann keine Medikation, keine Operation, kann nichts davon sie retten. Jedes Säugetier ist bei 42 Grad Körperkerntemperatur tot. Menschen sind Säugetiere und wir vergessen oft, wie vulnerabel wir sind. Nicht nur durch die Infrastruktur, sondern auch einfach durch Hitze. Und Hitze ballt sich an Orten, wo nichts verdunsten kann. Die Schweißdrüsen machen genau das, was Flächen mit Wasser oder noch viel besser, wie man da hinten sieht, Bäume tun. Nämlich sie eröffnen Transpirationskälte. Auf gut Deutsch der beste Weg, dem Körper Wärme zu entziehen, ist schwitzen. Die beste Art und Weise, eine Stadt zu kühlen, ist mit möglichst vielen Wasser und Grünflächen. Und Berlin hat da im Verhältnis zu anderen Städten ja noch ein bisschen Glück. Aber auch diese Flächen muss man verteidigen. Und manche Flächen, die man gar nicht kannte, muss man entdecken und beleben. Sarah, was hast du, seit du dieses Projekt machst, dort an emotionalen Zuständen erlebt und wie passt das sozusagen auch dazu, dass Berlin auch immer der Ort war, wo so verrückter Kram einfach möglich ist? Ich glaube, ich habe da schon sehr viele emotionale Zustände erlebt. Sehr, sehr, sehr glückliche Erinnerungen, aber auch sehr stressige Erinnerungen, was viel damit zu tun hat, dass wir auch sehr unterschiedlich, ich habe das gerade schon Rosalina erzählt, dass es sehr unterschiedlich voll war auch teilweise. Also es gab Momente, wo du ganz allein in diesem Becken bist und wir das kleine Team waren und wir die nächste Veranstaltung vorbereitet haben. Aber es gab auch Momente, wo wir überrumpelt sind von Menschen, die das Becken zum ersten Mal entdecken wollten. Da hat man dann auch natürlich irgendwie Überforderungsgefühle.
Aber auch, also mein Lieblingsmoment ist eigentlich immer der Regen im Becken. Also wenn ich auf einmal merke, dass ich gerade nichts kontrollieren kann und dass ich in diesem Becken, wo ich eigentlich nichts zu suchen habe, jetzt dem Element Wasser ausgeliefert bin und das aber auch okay ist und dass das mich beeinflusst, dass ich mich darauf einlassen muss. Welche Rolle spielten Emotionen in deiner Architekturausbildung? Welche Rolle spielte die Klimakrise, der Treibhauseffekt, der brutal gesagt daraus besteht, dass Wärme durch Glas oder durch CO2 durch kann und nicht mehr raus? Und wenn ich sehe, wie immer noch in Berlin gebaut wird, denke ich, haben die Architekten nichts von der Klimakrise gehört, weil wir immer noch Glaspaläste bauen, wo sich alles aufheizt, die spiegeln und gleichzeitig alles, was da drin leben will, nur durch künstliche Kühlung mit enormem Energieaufwand gekühlt werden kann. Was lernt ihr in der Ausbildung? Also für mich persönlich lernen wir zu wenig darüber oder ist es noch zu wenig akzeptiert, auch die Alternative zum Bauen oder das andere Bauen zu thematisieren. Ich glaube, da muss sich noch viel auch in der Lehre ändern, aber vor allem glaube ich, dass es auch in der Praxis noch sehr viel falsch gemacht wird oder sehr viel nicht gedacht wird. Mir persönlich ist das sehr wichtig. Ich möchte auch nicht weiter so einfach bauen, wie man bisher gebaut hat und denke auch, dass da Projekte wie die Floating anders darüber nachdenkt oder dazu anregt, anders darüber nachzudenken, was Architektur auch an sich ist. Also, dass wir nicht, also die Profession Architektur, wenn es nur darum geht, weiter zu bauen, ist ja eigentlich eine sehr unsinnige Profession dann auch irgendwann. Aber deswegen finde ich, ist jetzt gerade der Punkt, wo man auch die Chance hat, darüber nachzudenken, was ist Architektur denn eigentlich? Und das, was wir ja heute, worüber wir heute sprechen, dieses Stadtmachen, ist für mich Architektur machen. Und du hast uns sehr angeregt. Wir sehen uns auch gleich wieder in der Diskussion. Herzlichen Dank, Sarah Bovelet. Und jetzt begrüße ich Hatice Akün, journalistische Kollegin und Kolumnistin beim Tagesspiegel. Der Ansichtskater ist eine wunderbare Plattform auch für neue Perspektiven auf diese Stadt. Ist Berlin deine Heimat? Nein, muss ich leider sagen. Heimat ist Duisburg. Ich bin aus dem Ruhrgebiet, lebe seit 20 Jahren hier, aber ich kann mittlerweile sagen, Berlin ist mein Zuhause. Aber Heimat bleibt Duisburg. Tut mir leid. Wir hatten ein Vorgespräch. Ich habe vor vielen Jahren auch für den Tagesspiegel gearbeitet. Die Heimat ist ja Duisburg-Marxloh, ein Stadtteil, der gerne in der Presse auch als No-Go-Area beschrieben wurde. Wie ist das, wenn man ein- und ausgeht in einer No-Go-Area? Also ich amüsiere mich natürlich immer herzlich darüber. Meine Familie lebt noch in der alten Zechensiedlung, in der ich aufgewachsen bin. Mein Vater war Bergmann und ich bin in dieser Zechensiedlung sozialisiert worden und mit Dingen wie Solidarität, wo man heute drüber lacht, mit Zusammenhalt, mit familiären, nachbarschaftlichen Verbindungen und auch in einer Großstadt. Ich meine, Duisburg ist ja kein Dorf, sondern ist ja wirklich auch eine Großstadt. Und wenn ich dort bin, was ich natürlich bin, weil meine Familie dort noch lebt, laufe ich da ganz normal durch. Für mich ist das natürlich keine No-Go-Area, weil ich jede Ecke in Marxloh irgendwie mit meiner Jugend in Verbindung, mit meiner Kindheit, mit meiner Jugend in Verbindung bringe. Die eine Ecke, wo ich meinen ersten Kuss von einem Jungen bekommen habe. Die andere Ecke, wo wir als Kinder zugeschaut haben, wie Schimanski-Tatorte gedreht wurden. Ja, natürlich. Und das sind natürlich alles Erinnerungen. Natürlich hat sich Duisburg-Marxloh verändert. Duisburg hat sich verändert. Jede Stadt in Deutschland hat sich in den letzten 20, 30, 40 Jahren verändert. Das hat natürlich was mit dem sozialen Hintergrund der Menschen zu tun. Und wenn ich einmal das, weil mir das wirklich am Herzen liegt, weil Duisburg immer wirklich als Beispiel für misslungene Integrationen angeführt wird, für Ghettoisierung, für Ausländerviertel, Türkenviertel. Ich finde das so wahnsinnig schade, weil früher hat man Marxloh übrigens Kleinamerika genannt in den 50er Jahren, weil dort, was heute diese Hochzeitsmeile ist, wo die ganzen türkischen Hochzeitsgeschäfte sind, waren früher Pelzgeschäfte. Und deswegen nannte man Marxloh, die Weseler Straße, früher Kleinamerika. Also es hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Generation meiner Eltern nach Deutschland gekommen ist und die hatten alle einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Die meisten haben bei Thyssen gearbeitet oder haben auch, wie gesagt, wie mein Vater im Bergbau gearbeitet. Also es gab eine soziale Absicherung. Und
das hat uns alle dort verbunden. Unsere Väter haben im Bergbau gearbeitet. Wir waren Bergmannskinder. Und dann spielte die Nationalität gar nicht überhaupt die Rolle für die Identität, sondern man war... Wir waren Bergmannskinder. Ja. Und das hat uns auch, das war mein großes Glück, weil dort in der Zechensiedlung auch viele deutsche Kinder waren, mit denen ich gespielt habe, wo ich dann auch spielend Deutsch gelernt habe. Irgendwann kam die Kurzarbeit, irgendwann kam der Subventionsabbau, irgendwann haben diese Menschen ihre Arbeit verloren. Und dann sind diese Familien natürlich sozial abgestürzt. Und das ist natürlich, das ist nicht der Grund. Es sind nicht die Türken, die dort leben, die diesen Ort zu einer No-Go-Area gemacht haben, sondern die Arbeitslosigkeit dieser Menschen. Eine Hoffnungslosigkeit, eine Perspektivlosigkeit. Und das überträgt sich dann natürlich auch in die Generationen hinein. Aber da brauchen Sie gar nicht nach Duisburg gehen, da können Sie in jede andere Stadt gehen, ob Sie nach Frankfurt gehen oder in Hamburg, gibt es auch hier in Berlin natürlich auch. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin in dieser Zechensiedlung aufgewachsen, und es war so durchgemischt mit allen Nationalitäten. Und das Einzige, was bei uns gezählt hat, war nicht der Hintergrund, auch nicht woran unsere Eltern geglaubt haben oder dass mein Vater in die Moschee gegangen ist und der Vater meiner Freundin Sabine in die Kirche gegangen ist, sondern das war Respekt voreinander. Wir haben auf der Straße gespielt, wir gehörten zu einer Gang, und das war die Bergarbeiter-Gang. Und das würde ich mir so sehr wünschen, auch für eine Stadt, für die Metropole Berlin, dass die Stadtteile viel gemischter sind. Ich wohne jetzt in Charlottenburg. Ich habe ein bisschen eine Reise hier in Berlin gemacht. Ich habe früher in Mitte gelebt, als ich so als junge Frau hierher gekommen bin. Da haben wir alle in Mitte gelebt. Irgendwann war mir dann Mitte, war nicht mehr meins. Mitte müde. Ja, nach Kreuzberg wollte ich nie ziehen, nicht weil da so viele Türken sind, sondern weil ich gesagt habe, ach, ich fahre da gerne hin mit der U1 und dann bin ich in 10 Minuten da und dann kann ich auch abends wieder nach Hause fahren. Also es war mir jetzt einfach auch zu turbulent, es war mir auch irgendwann dann mit Kind dann auch nicht spielplatzig genug oder auch nicht grün genug. Und ich bin dann nach Charlottenburg gezogen und Sie haben gerade die Kollegin gefragt, was ist Ihr Lieblingsort? Und ich sage dann natürlich immer irgendwie Charlottenburg, aber es ist gar nicht Charlottenburg, es ist eigentlich diese eine Straße. Es ist auch nicht Nordcharlottenburg oder irgendwo Westcharlottenburg, sondern es ist dieser eine kleine Fleck in Charlottenburg. Und aus einem einzigen Grund, weil ich die Menschen über mir kenne, weil ich die Menschen unter mir kenne, weil ich den kleinen Kiosk neben mir kenne, weil ich da rausgehe, in mein Café gehen kann und mit Namen begrüßt werde. Und das passiert in einer Metropole wie Berlin. Und das macht das Besondere dieser Stadt aus. Und was mich aber traurig stimmt, ist, dass viele in meinem Umfeld wegziehen müssen, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können. Das heißt, die Frau Krüger, die über mir gewohnt hat, die alte Dame wohnt nicht mehr dort. Sie musste wegziehen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten konnte. Ganz, ganz viele Familien müssen wegziehen, weil sie mit 2 Kindern einfach die Wohnung nicht mehr bezahlen können. Und das ist so, das macht mich so traurig, es macht mich so hoffnungslos, weil ich denke, mein Gott, das ist doch eigentlich Berlin. Berlin lebt doch von der Durchmischung. Berlin lebt doch davon, dass die Menschen von überall herkommen und hier zusammenleben. Und ich sehe jedes Jahr, Sie haben es ja gerade schon gesagt, die Spekulanten, die hier die Wohnungen kaufen. Wir haben jetzt bei uns auf der Straße, wird da so ein Palast hingebaut. Ich sage mal, das ist doch nicht die Park Avenue hier. Das ist unsere kleine Straße. Da kostet eine Wohnung, eine 4-Zimmer-Wohnung, 1,4 Millionen Euro. Wer soll das bezahlen? Das ist unfassbar. Und ich denke, oh Mensch, gib diesen Raum doch den Menschen, die es brauchen. Und viele meiner Freunde sind jetzt weggezogen ins Umland. Die sind alle todtraurig, weil das sind keine Umlandmenschen, das sind keine im Grünen Lebmenschen, das sind Stadtmenschen, die wollen zurück, die jammern jeden Tag, aber die können sich das einfach nicht mehr leisten. Und wenn, ich weiß nicht, ob das jetzt hier so ein Plädoyer ist oder ob das ein Hilferuf ist, wir haben ja auch einige Menschen hier, die auch in der Politik sind, auch in der Stadtentwicklung. Mensch, tun Sie was dagegen, dass die Menschen hier nicht wegziehen müssen. Wir leben so gerne hier, wir leben so gerne in der Stadt. Und ich glaube, da haben Sie ganz viel aus der Seele gesprochen. Und die Absurdität ist ja auch, ich bin selber in einer Sozialsiedlung hier aufgewachsen, in der Sünkauer Straße, und über uns, wir wohnten in den 4 Zimmern zu 6, und über uns wohnte eine alleinstehende Dame. Und die ist nicht umgezogen, weil jede weitere Wohnung hätte viel mehr Miete gekostet, als einfach da zu bleiben. Aber dadurch haben wir sozusagen ganz viele, Massa hat es gesagt, 50% der Menschen leben alleine, und viele von denen haben absurd viel Wohnraum, den sie gar nicht brauchen.
findet aber auch keine Bewegung statt, weil jede Bewegung sozusagen zu teuer wäre. Und das ist die Absurdität, also eine der Absurditäten, über die wir nachher auch gerne in der großen Runde sprechen können. Ich habe vorhin dieses Beispiel gegeben, es gibt auch städteplanerisch oft zu betonierte zentrale Flächen, aber die leben nicht. Da ist oft irgendwie dann Arkaden oder ein Shoppingcenter und das ist tot. Auch gerade mit dem Blick aus der migrantischen Community, wenn man durch den Tiergarten fährt, was erleben Sie da im Sommer beim Grillen? Ja, genau. Ich muss eine kleine Geschichte erzählen, weil sie so wirklich bildhaft ist für das deutsche städteplanerische Denken. Also das meine ich jetzt nicht böse. Es gibt in Kreuzberg, irgendjemand hat sich in Kreuzberg überlegt, Mensch, wir müssen da mal so Bänke hinmachen, damit die Menschen sich da hinsetzen können auf so einem Platz. Und ich weiß nicht, ob derjenige, der das geplant hat, jemals dort war und sich da mal hingesetzt hat. Also erstmal sind diese Bänke total verankert, also man kann die nicht verschieben. Das sind so Stühle. Jetzt ist es aber nicht so wie im normalen Leben, man sitzt ja nebeneinander, wenn man sich unterhält. Es ist wie so. Also hier ist ein Stuhl und da ist ein Stuhl. Verankert, man kann die also auch nicht hin und her schieben. Und ich habe mich da mal hingesetzt auf diesem Platz und habe mal beobachtet, wer setzt sich eigentlich dahin. Ich meine, Kreuzberg, sind natürlich sehr viele türkische Familien da. So, dann kamen so zwei alte Männer, kommen dann, setzen sich dahin, so Generation meines Vaters, und die schreien sich an. Und irgendwann so nach 3 Minuten merken die, nee, das so können wir uns nicht unterhalten, stehen wieder auf und gehen woanders hin, wahrscheinlich ins Teehaus. Dann kommt irgendwann eine türkische Mama mit ihren Einkaufstüten, setzt sich dahin, ruht sich mal aus eine Minute und geht weiter. Und dann kommen irgendwie Jungs, die setzen sich dann auf die Lehne und machen ihre Rauchen oder ihre Sonnenblumenkerne, und irgendwann nach 3 Minuten sind die auch wieder weg. Also das, was man sich da überlegt hat, dass Menschen auf diesem Platz zusammenkommen und sich auf diese Stühle setzen, hat wirklich nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Weil man kann Menschen nicht einfach so sagen, okay, wir machen das jetzt hier hin, ihr setzt euch hin und unterhaltet euch. So funktioniert Städteplanung nicht. Ich erzähle Ihnen das, wie das bei Türken normalerweise läuft. Also, die Sonne scheint, alles, was irgendwie als Sitzgelegenheit taugen könnte, wird auf die Straße gebracht, also auf den Bürgersteig. Dann setzen sich die Leute dahin. Oft sehen Sie es vielleicht auch in Kreuzberg, viele Männer, die hocken dann einfach da, ne, und unterhalten sich. Ganz viele türkische Frauen, die Decken in der kleinen Grünanlage, da setzen sich alle da drauf. Bei den Deutschen ist es so, Sie haben es am Anfang in ihrer Einleitung gesagt, dieses Flanieren. Also man nimmt dann die Gattin und flaniert durch den Park. Wir flanieren nicht, wir setzen uns. Wir setzen uns in den Park, am besten noch mit der ganzen Familie. Und das ist das, was in einer Großstadt fehlt, weil die meisten Familien, das sind nicht nur die türkischstämmigen Familien, sondern auch deutsche Familien, die haben keinen Platz. Die haben nur so einen kleinen Garten, so einen kleinen Balkon. Und die türkischen Familien haben noch die Satellitenschüssel auf dem Balkon. Das heißt, da ist überhaupt gar kein Platz mehr. Was müssen die machen? Die müssen in den Tiergarten gehen. Also das heißt, im Sommer ist der Tiergarten voll mit türkischen Familien. Und wenn ich dann mal da bin, dann ist mindestens eine Familie da, die ich kenne. Die wird dann natürlich sofort eingeladen, mitzusitzen. Wie geht's Mama? Wie geht's Papa? Und im Grunde brauchen wir eine Stadt, die eine Durchmischung hat. Im Grunde brauchen wir eine Stadt, wo Menschen auch draußen sein können. Wenn ich aus meinem Fenster gucke, das ist eine wunderschöne Straße, links Autos, rechts Autos. Und ich denke mir jedes Mal, ich gucke dann raus und denke so, boah, wie würde diese Straße belebt sein, wenn all diese geparkten Autos nicht mehr da wären, wenn wir einfach die Stühle rausstellen könnten, wenn wir uns da hinsetzen könnten. Sie haben es ja auch gesagt, wir können uns nicht unterhalten, weil es fahren einfach Autos. Ja. Und diese Autos, die 23 Stunden am Tag dort stehen, einfach dort stehen und Platz wegnehmen, Platz, den wir so gerne hätten, um rauszugehen, uns draußen hinzusetzen, der fehlt einfach in großen Städten, in Metropolen, ganz besonders auch hier in Berlin. Und das würde ich mir für die Zukunft, vielleicht gar nicht für die Zukunft, sondern für die Gegenwart. Für die Gegenwart wünschen. Genau, ja, danke. Ich mir auch. Weil man redet immer so viel von der Zukunft, aber eigentlich wollen wir es doch jetzt haben. Ja. Und das würde ich mir wünschen. Dass Und ich hätte auch einen ganz praktischen Vorschlag, diese SUVs aus der Stadt zu verbannen, weil die ja immer mehr Platz auch brauchen. Und immer mehr auch Kinder totfahren, weil die zu hoch gelegt sind und so weiter und so fort. Also ich hasse sie. Und, aber ich dachte, das hilft auch nicht weiter. Wir kommen ja gleich zur Politik und der Frage, was kann man ordnen? Und wenn man sieht, dass SUVs letztes Jahr über 1 Million Neuzulassungen hatten, dann war mir einfach nicht klar, dass so viele Menschen auch durch die Wohnungsnot inzwischen auf
Gelände wohnt, wo man nur mit dem Geländewagen hinkommt, also im Wald, in Sumpfgebieten, im Sand. Und dann denke ich eben, ja, aber die müssen ja auch mal Brötchen holen. Und dann haben die auch asphaltierte Straßen und nicht mehr Gelände. Und dann benutzen sie ja auch öffentlichen Orte und gemeinschaftlich finanzierten Infrastruktur. Und dann denke ich, wer meint, er braucht die PS von einem Traktor und auch den Stahl von einem Traktor um sich herum, sollte bitte auch nicht schneller fahren dürfen wie ein Traktor. Und wenn man 25 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit für SUVs verordnet, dann haben alle einen, die einen brauchen, weil man am Gelände wirklich nicht schneller fahren kann. Und alle anderen würden wieder die Plätze in der Stadt freimachen für Menschen, die so lebendig die Stadt mit Begegnungen und Geschichten füllen können wie Sie. Herzlichen Dank für Ihre Perspektive. Wir sehen uns auch gleich. Ich darf Dietmar Horn nach vorne bitten. Dietmar Horn ist Leiter der Abteilung Stadtentwicklung, Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und seit 22 Jahren in der Politik, Kanzleramt, Umweltministerium, jetzt in dem neuen Bauministerium. Das Bauministerium war eine Zeit lang verschwunden. Ja, so ist es. 25 Jahre oder noch 24, 1998 ist das Bauministerium eingegliedert worden ins Verkehrsministerium, dann hieß das BMVBS, Bundesministerium für Verkehr, Bau, Stadtentwicklung, habe ich übrigens auch noch 8 Jahre gearbeitet. Dann ist es weiter gereicht worden zum Umweltministerium, da hatte ich auch noch das Vergnügen, dann 4 Jahre im Bundesinnenministerium. Und dann gab es, und das finde ich sehr erfreulich, aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus der Politik, Druck, man brauche wieder ein Bauministerium, weil die Themen, und das merken wir ja hier, die in diesem Bereich zu verhandeln sind, wirklich so vielschichtig sind, dass von Mieterverband bis zur Immobilienwirtschaft und von Bundesarchitektenkammer bis hin zu Stadtteilinitiativen ganz viele Menschen im Sommer letzten Jahres gesagt haben, egal wie die Wahl ausgeht, ein Bauministerium wäre ganz schön. Und dieser Ruf ist erhört worden und so gibt es das heute wieder. Und ich freue mich drüber. Ja, wenn man so viel, Sie sind Minister, Staatssekretär, dann genau. Kommt schon die Ebene des Ministerialdirektors. Sie haben also die Möglichkeit, was zu gestalten. Wenn Sie so zurückschauen, Politik wird ja oft so wahrgenommen, ja, die da oben haben keine Ahnung und machen alles falsch. Was haben Sie denn richtig gemacht in den letzten 22 Jahren? Ich nehme mal ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, aus diesem Sommer. Wir haben ja die Aufgabe, gerade auch um die vielen Perspektiven, die wir hier gemeinsam entwickeln, um das hinzubekommen, dass wir die Energieversorgung dekarbonisieren und dabei spielt die Windkraft an Land eine ganz große Rolle. Und die Bundesregierung und erfreulicherweise dann auch der Deutsche Bundestag haben diesen Sommer das Wind-an-Land-Gesetz verabschiedet. Und dieses Wind-an-Land-Gesetz sorgt dafür, dass Windkraftanlagen in Deutschland schneller errichtet werden können. Und ein Teil davon haben die Kollegen aus dem Bundeswirtschaftsministerium beigesteuert, aber ein nicht unwesentlicher Anteil liegt im Bereich des Bauplanungsrechts und der ist tatsächlich dann von unserem Haus und wenn Sie mich persönlich ansprechen, tatsächlich auch in meiner Abteilung beigesteuert worden und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir das gleich zu Beginn dieser Legislaturperiode geschafft haben, dass wir planungsrechtlich die Bedingungen für die Errichtung und Beschleunigung von Windkraft geschaffen haben, dass wir da nicht 4 Jahre wieder geredet haben. Das war in der letzten Legislatur alles schon mal Thema. Es ging nicht voran. Das haben wir im ersten halben Jahr abgeräumt. Das finde ich sehr gut. Und vielleicht noch ein kleines Beispiel aus der letzten Legislatur. Das passt ganz gut zu dem, was wir hier besprochen haben in der letzten Legislaturperiode sind wir auch wieder, will man sagen, aus der Zivilgesellschaft angestoßen worden zum Thema Klimaanpassung. Dass insbesondere in den sozialen Einrichtungen, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, dass die Menschen da besonders unter der Hitze leiden. Da hatten wir auch einen heißen Sommer. Und dann haben wir uns überlegt, was kann man denn da machen? Und da haben wir ein Förderprogramm aufgelegt, das nennt sich Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen. Da kann man Verschattung, wenn man sowas bauen will, gefördert bekommen oder mehr Grün am Haus oder im Haus. Das ist eine gute Sache, sowohl für die Patienten oder die Menschen, die da behandelt werden, aber übrigens auch für die vielen, die da arbeiten. Also das sind ganz praktische Dinge, die man gestalten kann, wo man reagieren kann. Und ich finde, das ist auch ein sehr gutes Wechselspiel zwischen Gesellschaft und Politik. Das sind nur 2 Beispiele. Häufig ist es so, dass sich das gar nicht so an einer Stelle manifestiert, sondern dass man im Grunde genommen
so ein Staffelstab immer weiter trägt. Das kann ich nun mit der Anzahl an Dienstjahren auch beurteilen. Aber wichtig ist gerade, wenn man es im ersten Anschwung nicht schafft, dass man dann in der nächsten Legislaturperiode weiter dran arbeitet und dann kriegt man die Dinge auch voran. Wenn man schaut, auch was sich in der Stadt tut, heute war die Bauministerin bei der Eröffnung eines sensationellen neuen Gebäudes, nämlich am Südkreuz ist ein Bürogebäude komplett aus Holz entstanden. Und Hans-Joachim Schellenhuber, mit dem wir beide auch in Kontakt stehen, er sagt immer, wir unterschätzen zwei große Hebel für die Transformation, die notwendig ist. Dekarbonisieren, so ein abstrakter Begriff, aber wir müllen diese Erde ja geradezu mit dem Dreck aus fossiler Energie. Und der beste Weg, Elon Musk hat dann mal getwittert, er würde 100 Millionen Dollar spendieren für jemanden, der was erfindet, was CO2 binden kann. Und dann hat jemand zurückgetwittert, dürfen sich auch Bäume bewerben. Und das ist meine Art von Humor. Und Bäume tun ja genau das. Ja, Bäume können zaubern. Die können aus etwas Unsichtbarem etwas Sichtbares machen. Die machen aus dem ganzen Dreck in der Luft, machen die Holz, nämlich aus CO2. Bis zu dem Moment, wo wir sie anzünden. Siehe Grunewald. Das Beste, was man mit Bäumen machen kann, ist entweder sie in Moore zu tun, weil dann das CO2 für praktisch immer gebunden ist, oder ein Stuhl, ein Tisch oder noch besser ein ganzes Bürogebäude rausbauen. Warum? Weil dann das ganze CO2 für lange, lange Zeit da gebunden ist und wenn man das Gebäude irgendwann mal nicht mehr braucht oder umnutzen will, dann kann man mit Holz sehr viel besser als mit Beton eine weitere Nutzung machen und am Ende darf es auch noch in die Pelletheizung und dann darf es wieder in den nächsten Baum. Das heißt also, diese Idee, Kreislaufwirtschaft mit dem Bauen zu verbinden, die ist eigentlich total naheliegend und wenn man sich anguckt, wie viele Länder auch mit weniger Ressourcen eigentlich immer schon gebaut haben, da wo wir gerne Urlaub machen, irgendwelche Holzhütten beim Wandern, das war ja immer schon sozusagen ressourcenoptimiert. Bis wir anfingen, Stahlbeton zu verballern, als gäbe es keinen Morgen. Und das fällt uns in der Klimakrise auch deswegen auf die Füße, weil allein thermisch Stahlbeton Wärme speichert und dann abends wieder abgibt. Und wir können ja nachts nicht mehr schlafen, weil die Städte sozusagen nicht mehr runterkühlen abends. Das hat viel mit den Bausubstanzen zu tun. Kann man das denn nicht einfach vorschreiben? Das kann man vorschreiben. Es gibt ja Parameter, nach denen gebaut werden muss. Und alles, was Sie beschrieben haben, geht auch in die richtige Richtung. Ich kenne das Projekt auch. Interessanterweise hat das ein Konzern gebaut, der bis vor kurzem noch für ganz andere Dinge stand in der Energie. So ist es, Sie dürfen sagen, ich nicht, für ganz andere Dinge Energiepolitik. Also insofern finde ich das ja schon mal ganz erfreulich. Also tatsächlich ist es so, dass wir nicht nur so bauen müssen, dass wir sagen, die Häuser sollen möglichst energieeffizient sein, indem sie gute Dämmwerte haben, sondern wir müssen die Baustoffe auch ändern. Beton ist, wollen wir mal sagen, kein Baustoff mehr der Zukunft, jedenfalls nicht, wenn er auf die Art und Weise hergestellt wird, wie das jetzt der Fall ist, weil die für die Produktion von Zement sie extrem viel CO2 dann auch als Nebenprodukt erzeugen. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, welche Ersatzbaustoffe man nehmen kann. Da wird auch dran geforscht. Es gibt beispielsweise auch Möglichkeiten, Beton nicht mit Zement herzustellen, sondern mit anderen Naturstoffen. Aber Holz bietet sich natürlich an. Und tatsächlich, ich habe mit Professor Schellenhuber darüber ja auch schon mehrfach diskutiert, Holz, Holzhybridbauweise, das sind eigentlich alles Baustoffe der Zukunft, weil sie eben entsprechend auch CO2 binden. Es gibt eine Vielzahl an anderen Materialien, von denen man gar nicht glaubt, dass man sie einsetzen könnte. Aber Beton, der auf herkömmlicher, muss man sagen, Zementbasis angerührt wird, wird sicherlich nicht die Zukunft sein. Das müssen wir ändern, weil sonst der CO2-Rucksack, das Gebäude kann noch so gut gedämmt sein und meinethalben auch mit Erneuerbaren beheizt werden oder gekühlt werden. Der CO2-Rucksack, den die Gebäude haben, wo man sagen, die in der herkömmlichen Weise mit herkömmlichen Baustoffen errichtet werden, den können wir uns schon nicht mehr leisten. Wenn die Menschen, die eben noch in der Hemisphäre des Südens in, wo man sagen, eher erbärmlichen Hütten wohnen, wenn man die tatsächlich all mit einer vernünftigen Wohnversorgung in Häusern dann unterbringen will, wenn die so ausgestattet werden soll, würde, wenn wir das in der herkömmlichen Weise bauen würden,
dessen, was wir uns da überhaupt noch an CO2-Ausstoß leisten können, schon komplett übererfüllt. Also es geht nicht nur um die Frage, schaffen wir das mit Erneuerbaren dann zu heizen oder zu kühlen? Sind die Dämmwerte in Ordnung? Wir müssen an die Bauprodukte ran. Herr Schellenhuber selber hat dazu eine große Initiative. Es gibt auf europäischer Ebene eine ganz interessante politische Initiative, nennt sich New European Bauhaus. So wird also auch versucht, das in die Breite zu tragen. Da beteiligen sich viele Wissenschaftler dran, aber ich muss sagen, auch schon sehr viele kluge Köpfe in der Bauwirtschaft, da passiert was. Insofern, um zu Ihrer Ausgangsfrage zurückzukommen, natürlich kann man das auch vorschreiben und ich würde schon sagen, dass wir sukzessive die Parameter auch so stellen. Aber die Klügeren in der Bauwirtschaft, die Klügeren in der Wissenschaft ahnen, dass das jetzt auf sie zukommt und stellen im Grunde genommen jetzt schon die Weichen so, dass sie dann Wettbewerbsvorteile haben. Also wir fassen zusammen, Beton gehört weder in den Bau, noch in den Kopf, noch um die Füße. In letzteres, einer liberalen Demokratie. Letzteres ist insbesondere, wenn Sie dann ein Vollbad nehmen, nicht ganz so zu empfehlen. Die Kunst besteht darin, dass wir das, dass wir die Übergänge so schaffen, dass natürlich auch die Firmen mit den 10.000 von Beschäftigten, die bisher noch auf diese Art und Weise produzieren, dass die nicht von heute auf morgen abgeriegelt werden. Wenn wir alle gemeinsam sagen, wir wollen eine sozial-ökologische Transformation, dann muss ich an der Stelle, auch das erste Adjektiv unterstreichen. Wir müssen schon schauen, dass wir da Übergänge schaffen. Aber eins muss auch klar sein, diese Übergänge, die sind nicht misszuverstehen mit never-ending story. Man muss Fristen, man muss Perspektiven artikulieren, man muss bestimmte Dinge auch fördern. Aber man kann dann auch Stück für Stück mit dem Ordnungsrecht die Rahmenbedingungen setzen. Und darauf wird es hinauslaufen. Ich freue mich sehr, dass wir jemanden aus der Politik mit so viel Erfahrung auch auf dem Panel gleich haben. Herzlichen Dank. Bis gleich, Dietmar Horn. Danke. Die nächsten 5 Minuten möchte ich nutzen, um Ihnen zu erklären, was mich eigentlich bei diesem Thema so antreibt und was die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen tut, um einmal sozusagen rauszuzoomen aus der Planung mit Beton und anderen Baustoffen hin zu der zentralen Frage, die mir eine Frau gestellt hat. Die Idee, dass Klimaschutz etwas Existenzielles ist, ist diesen Sommer so spürbar geworden wie auch schon 2018, wie schon 2003. Und immer noch haben wir diese Debatten, können wir uns Klimaschutz leisten? De facto sollte jedem klar sein, der mit offenen Sinnen durch diese Erde geht, wir können uns nicht leisten, weiter so zu machen wie bisher. Und das Teuerste, was wir tun können, ist nichts. Und deswegen versuche ich mit Gesunde Erde, gesunde Menschen diese Idee, dass wir sehr, sehr schnell weg müssen von dem, was wir bisher gemacht haben, aber ein attraktiveres Morgen schaffen, populärer zu machen. Weil uns fehlt wirklich ein Wozu, ein Warum, wo wollen wir hin? Und solange es das nicht gibt, gibt es in dem medizinischen Kontext die Analogie, wenn die Diagnose nicht klar ist, muss man nicht über die Therapiemaßnahmen reden. Und wir verzetteln uns ständig auch bei Erdgas und Mehrwertsteuer und ständig in diesen kleinen Therapieentscheidungen, statt einmal die Diagnose zu stellen. Wir sind in einer extrem bedrohlichen Situation. Und die Frage hat mir diese Frau gestellt. Hand hoch, wer weiß, wer das ist? Ja, Jane Goodall. Eine der großartigsten Persönlichkeiten, die ich jemals interviewen durfte. Und plötzlich im Gespräch drehte sie die Perspektive um und stellte mir eine Frage, die ich jetzt ungefiltert an Sie weitergebe. Jane schaute mich aus diesen über 85-jährigen, weisen und etwas melancholischen Augen an und sagte, wie kann das sein, dass wir Menschen, sie ist ja Schimpansenforscherin, wie kann das sein, dass wir ständig betonen, dass wir die Intelligentesten auf diesem Planeten sind und wir zerstören unser eigenes Zuhause? Dann habe ich dreimal geschluckt und dachte, shit, das ist wirklich die zentrale Frage, der wir uns alle im 21. Jahrhundert stellen müssen. Wenn wir so schlau sind, wie wir sind, fällt uns nichts Besseres ein, als diesen Planeten rasend schnell in affenartiger Geschwindigkeit zugrunde zu richten und damit unsere Lebensgrundlage zu zerstören. Salopp gesagt, Hand hoch, wer von Ihnen, wer von euch kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer? Meldet sich nie jemand. Betonung auf regelmäßig, nicht aus Versehen, nicht aus Affekt oder Infekt, sondern mit Vorsatz. Macht keiner. Warum nicht? Wir wissen, wie es geht, wir könnten es uns leisten, wir wollen das nicht, weil uns unser Zuhause heilig ist. My home is my castle. Und das hier ist our home. Das ist unser living room. Der Planet Erde, Mutter Erde,
Der einzige Planet mit Wasser, mit Luft, mit bislang erträglichen Temperaturen. Und um mal wirklich alle Generationen anzusprechen, der einzige Planet mit Kaffee, Sex und Schokolade. Besser wird es nirgendwo im bekannten Universum, noch nicht mal für Elon Musk. Und die Wissenschaft ist wichtig, weil unsere Sinne für globale Zusammenhänge nicht taugen. Wenn wir in den Himmel gucken, denken wir, da ist viel Platz, da können wir noch eine Menge Dreck hochwerfen. Wenn man von außen auf die Erde schaut, ich hatte gestern beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung die Ehre, mit Matthias Maurer, einem Astronauten, genau darüber zu sprechen. Was ist das für ein Aha-Erlebnis, wenn man einmal von oben die Erde sieht? Er sagt, dann wird einem plötzlich klar, dass die Atmosphäre nicht unendlich ist, sondern eine hauchdünne Schicht, ein Saum, so wie die Haut von unserem Körper und genauso fragil und verletzlich. Die Atmosphäre ist keine Müllkippe für gasförmigen Dreck. Für Treibhausgase, das ist nichts anderes. Nur weil wir ein CO2-Molekül nicht sehen können, ist sie für Wärmestrahlung trotzdem da. Und Harald Lesch, mit dem ich auch befreundet bin, sagt immer sehr gerne, Physik gilt auch für die Leute, die sie abgewählt haben. Deswegen, die Physik ist völlig klar, was wir gerade machen. Und in einem Bild übersetzt, wir spielen weiter unser Spiel, während die Hütte brennt. Und auf eine kuriose Art muss man ja fast dankbar sein, dass der Grunewald gebrannt hat, weil man endlich kapiert, das ist nicht irgendwo, sondern es ist auch hier. Research shows that showing people research doesn't work. Wissenschaft alleine hilft nicht, um dieses Aha-Moment auszulösen. Grenzen des Wachstums, Club of Rome, Holmer von Ditford, James Hansen von der NASA und wer es noch nicht gesehen hat, Don't Look Up, Netflix. Genialer Film. Deswegen die Gesundheitsperspektive, dass wir Hitzetote haben, dass wir Menschen haben, die an Luftverschmutzung sterben, 8 Millionen jedes Jahr. Und übrigens, Corona ist dort am häufigsten schwer verlaufen, wo die Luftverschmutzung am höchsten war. Das heißt, diese Schäden kommen zusammen. Es sind nicht isolierte Entitäten. Die Flutkatastrophe macht auch etwas mit uns. Und oft fehlt uns bei dieser Abstraktion die konkrete Geschichte. Und deswegen habe ich in Glasgow auf der letzten Weltklimakonferenz diese Frau interviewt, deren Tochter an Luftverschmutzung gestorben ist. Die hatte einen schwersten Asthmaanfall in der Innenstadt von London. Und die hat 7 Jahre vor Gericht erstritten, dass nicht Asthma, sondern Air Pollution auf ihrem Totenschein stehen darf. Und wir brauchen genau diese Perspektive von Menschen, von menschlichem Leid, auch in Städten durch Menschen erzeugt und durch unsere Art und Weise zu leben. Und gleichzeitig zerstören wir das, was wir suchen. Wir suchen das Paradies. Wir sehen im Reiseprospekt sowas und dann fliegen wir dahin und denken, ich habe mir das anders vorgestellt. Ist doch nicht so schön. Da hätte man auch zur Floating University am Tempelhofer Feld gehen können. Was Menschen brauchen, ist oft nicht etwas, was der Markt regelt. Free Hugs brauchen wir. Wir brauchen Nähe, wir brauchen Begegnungen. Das habe ich vorhin in ganz vielen Gesprächen kam das immer wieder raus. In dem Moment, wo man sagt, das ist marktwirtschaftlich optimierbar, ist der ganze Sinn dahin. Und deswegen ist auch wichtig, über Urban Mind, über Citizen Science mehr darüber zu erfahren, wo sind die Pain Points. Und ich kann Ihnen nur raten, gehen Sie einmal in die Lausitz, gehen Sie einmal in Aachen an so eine Tagebaugrube und schauen Sie da mal einen halben Tag rein. Sie schauen in den Abgrund der Menschheit. So wie die Kohle wichtig war für den Wiederaufbau und die Energie für das Wirtschaftswunder, so muss unsere Generation genau die Generation sein, die diese Geschichte umdreht. Und dafür gibt es sogar einen Fachausdruck, der heißt Solastalgie. Solastalgie ist ein relativ neues Konstrukt in der Psychiatrie, das ist die Trauer um die vertraute Umwelt. Wenn ich die Nachrichten von dem Grunewald gelesen habe, erinnerte ich mich sofort, wie ich mit meinem Vater da mit dem Fahrrad morgens Wildschweine beobachtet habe. Und ich weiß, dass das unschuldige kleine Kind, was damals begeistert war von der Natur dort, wenn ich heute dahin gehe, nicht mehr das sieht, was ich damals geliebt habe. Wenn Sie Menschen fragen, die dort gewohnt haben, im Ahrtal, Solastalgie, wenn Sie Menschen fragen, deren Häuser bis heute für RWE abgebaggert werden, ist das ein Teil dieser seelischen Verletzung. Und deswegen finde ich es so wichtig, herauszufinden, was macht das mit uns. Theresa Krüger hat darüber geforscht. Und wir haben gemeinsam demonstriert in Aachen an einem der heißesten Tage. Warum ist es so wichtig, dass diese Gesundheitsperspektive stärker
in die Diskussion kommt, weil wir auch die Diskussion über die Energiewende und über Städtebau immer sozusagen aus technischer, manchmal auch technokratischer Sicht führen. Wir brauchen Reduktionsziele, das und das funktioniert so. Wir reden viel zu wenig darüber, was wissen Sanitäter, Feuerwehrleute, Pflegekräfte, Ärztinnen, Ärzte und. Alle, die nah dran sind am Menschen, sind viel glaubwürdiger in der öffentlichen Kommunikation als Politiker. Sorry. Ja. Sie nehmen es nicht persönlich. Versicherungsvertreter, Werbeleute, Profileute. Hier stehen TV-Moderatoren, deswegen sage ich auch immer, ich bin Arzt. Aber deswegen brauchen wir einen Schulterschluss zwischen der Medizin, der Wissenschaft, den Scientists for Future. Wir brauchen Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, das ist uns jetzt extrem wichtig. Wir brauchen Veranstaltungen wie diese und wir brauchen eine positive Idee, dass eine Stadt, die in der Friedrichstraße plötzlich wieder Leben zulässt statt Autos, eine lebenswerte Stadt ist. Und wer macht es vor? Dänemark. Das ist das Müllwerk. Und da haben die auf der Müllverbrennungsanlage sozusagen eine Grünfläche angelegt, wo man im Winter Ski laufen kann. Upsa. Das geht also. Diese Ideen gibt es. Deswegen habe ich dieses tolle Team. Und wer mehr darüber wissen will, findet das alles in dem Buch. Wir sind nicht gut im Vorausplanen. Das ist uns Menschen irgendwie nicht in die Wiege gelegt, dass wir gut in die Zukunft planen. Und gleichzeitig hat mir das auch Jane Goddard beigebracht, nämlich wir sind die Einzigen, die uns verabschieden. Und warum ist das relevant? Wenn sich Tiere begrüßen, auch Straßenköter in Berlin, dann gibt es bestimmte Rituale. Man bellt sich an, man macht sich wichtiger als man ist, man wedelt mit dem Schwanz, irgendwann riecht und leckt man an den Genitalien. Das kennt man in dieser Reihenfolge auch ziemlich genau vom Kölner Karneval. Aber der Punkt ist der, nur Menschen verabschieden sich. Und woran liegt das? Weil wir die Einzigen sind, die in die Zukunft schauen können und ein Futur 2 bilden. Nämlich, wer möchte ich am Ende gewesen sein? Wer möchte ich aus der Perspektive der Zukunft zurückschauend heute sein? Worauf wollte ich einmal stolz sein? Wofür müsste ich mich vielleicht in der Zukunft schämen? Und ich glaube, dass das ein Riesenunterschied ist. Deswegen sind wir die einzige Art, die überhaupt solche Diskussionen wie heute hier führen können. Wir sind die Einzigen auch, die positive Antworten finden. Und wir haben auch Humor. Auch das unterscheidet uns vom Tier. Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Und deswegen müssen wir heute vorausplanen. Und wenn Sie Lust haben, finden Sie mehr dazu eben auf kontakt@stiftung.gegm. Und da hinten ist auch Donald Sandmann aus meinem Team für die Politik. Die emotionale Stadt. Dankeschön. Einmal kurz. Big Picture. Jetzt wieder die Frage, was macht das alles mit uns? Es gibt die Mentimeterfolie nicht mal, ist auch nicht schlimm. Wir haben so viele spannende Themen Ihnen vorgestellt, dass ich jetzt Ihnen das Angebot mache, Fragen zu stellen. Alle Diskutanten bitte zurück auf die Bühne und feuerfrei, was wüssten Sie gerne zum Thema? Emotionale Stadt, Neurourbanistik, Floating University, politische Möglichkeiten und natürlich auch der multikulturellen Perspektive, die auch so viel Fragen gestellt hat. Wie viel Mischung brauchen wir? Welche Orte brauchen wir, wo man sich begegnen kann? Wie viel öffentlichen Raum brauchen wir? Und so weiter. Wie viele Autos brauchen wir in der Stadt? Was hat Sie interessiert? Ja, bitte. Da ist ein Mikrofon. Wenn Sie ans Mikrofon gehen, kriegen wir da Lebendigkeit rein. Ganz kurze Frage. Wer sagt es? Volker Wissing. Ja. Der jetzt mit dazu beiträgt, dass durch diese Stadt die A100 durchgeprescht wird in Beton. Dass dafür Wohnraum vernichtet wird, dass dafür Parks vernichtet werden und dass dafür für Jahre die Möglichkeit in einem der schönsten Bezirke, ich lebe in der Nähe vom Ostkreuz, zu leben, vernichtet wird. Und das war völlig gleichgültig gegenüber allem, was heute gesagt worden ist. Wer kennt ihn? Hand hoch, wer hat die Handynummer von Volker Wissing? Hier nebenan ist es BMBF, die sind ja aus der gleichen Partei. Also, Stefan Brandt hat einen Auftrag. Ja, wenn ich mein Mikro mal aufmache. Ich bin Stefan Brandt, ich leite das Futurium und ich möchte gleich auf eine Veranstaltung hinweisen. Da haben Sie einen guten,
guten Hinweis gemacht. Am 14. September wird Volker Wissing hier bei uns sein. Ich werde mich mit ihm da anderthalb Stunden unterhalten über seine Vision zu zukunftsorientierter Mobilität. Und da werden wir Mobilität? Ja, das ist die Frage. Wir werden sehen. Und da werden wir das Thema auch ansprechen. Danke für den Hinweis. Das wird auf jeden Fall eine prominente Rolle spielen. Danke. Aber Ihre Frage andersherum gestellt ist natürlich, wie viel bei allen demokratischen Parteien, auch im Spektrum, können einzelne Parteien, die nicht die gesamte Bevölkerung, sondern eine bestimmte Klientel im Blick und im wie sage ich das demokratisch? Mein Vater war auch FDP-Mitglied, deswegen habe ich da eine gewisse Erbschuld. Es war mal eine respektable Partei auch. Kann man das nachher rausschneiden irgendwie? Nein, aber die zentrale Frage ist natürlich, und da frage ich mal den Politiker. Wir leben davon, dass wir Vielfalt haben, dass wir unterschiedliche Parteien wählen können. Und gleichzeitig ist die Frage, wie kommen Gemeinwohl und Partikularinteressen zusammen, gerade bei der Städteplanung, gerade bei dem Autobeispiel, offensichtlich. Wir haben so viele Autos in Deutschland, dass wenn alle Leute, alle Deutschen gleichzeitig Auto fahren wollen, muss keiner hinten sitzen. Ja? Und wie Sie völlig richtig gesagt haben, 98% der Seite stehen die. Ja? Und gleichzeitig ist dieser Platz dann nicht für andere da. Also, kennen Sie Volker Wissing? Nein, ich kenne ihn wirklich nicht. Also die Bitte kann ich nicht überbringen, weil ich ihn noch nicht kenne und ich vermute auch nicht einfach so frank und frei Zugang zum Ministerbüro erhalte. Deshalb ist wahrscheinlich die Veranstaltung, die hier in 10 oder 15 Tagen stattfindet, das geeignete Forum. Aber weil Sie dann die Frage gestellt haben, wie kommt dann die Frage oder das Begehr oder auch der Unmut an die Menschen, die politisch zu entscheiden haben, ja, unter anderem auch durch Veranstaltungen wie die hier in 14 Tagen oder in 10 Tagen, ich habe jetzt nicht genau das Datum im Kopf, stattfinden, indem sich diejenigen, die politisch Verantwortung tragen, immer wieder auch Diskussionen stellen. Und das tun sie auch. Jetzt mag man mit dem Ergebnis nicht immer zufrieden sein, aber anders kann es ja nicht gehen. Der Austausch wird gesucht. Die Bundestagsabgeordneten haben alle Wahlkreise, in denen sie sich dann auch Menschen zu verantworten haben, von denen sie auch angeschrieben werden und nicht nur mit Lobesbriefen und allgemein breiter Zustimmung, sondern sicherlich auch mit kritischen Briefen und kritischen Anrufen. Und das ist meine Antwort auf Ihre Frage, wie kommt die Kritik, wie kommt der Unmut, von mir aus auch das Lob, wie auch immer, jedenfalls die Meinung zu einzelnen Sachverhalten an die Politiker durch Veranstaltungen, durch die Möglichkeit, die sie haben, politisch Verantwortliche anzusprechen. Am Ende natürlich auch durch Abstimmungen und Wahlen. Für die Stadtentwicklung kann ich vielleicht noch sagen, wir haben für die Dinge, die beispielsweise mein Haus fördert, für die ganz großen Förderprogramme überall auch Module für Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen. Also das ist nicht so, dass wir Geld an Stadtverwaltungen ausreichen und die können dann machen, was sie wollen, sondern das ist nicht nur ein integrierter, sondern wie es so schön neudeutsch heißt, auch zwingend ein partizipativer Prozess. Also das sind schon Dinge, die wir von uns aus auch einbauen. Und diejenigen von Ihnen, die sich mit dem Thema genauer beschäftigen, und das scheinen ja viele jetzt zu sein, wesentliches Instrument in der Stadtentwicklung ist ein Bebauungsplan. Dazu gibt es eine zweistufige Öffentlichkeitsbeteiligung. Ich will das jetzt hier nicht verrechtlichen, aber neben den politischen und neben den Dialogformaten gibt es auch formell eine Reihe von Möglichkeiten, wo man zumindest seine Meinung kundtun kann. Und es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was den Freiheitsbegriff neu definiert hat, nämlich als die Freiheit der nächsten Generation. Und die Unfreiheit, die darin besteht, wenn man alle Ressourcen in einer Generation verballert hat. Und das hat nicht irgendwer gesagt, sondern unsere höchste Verfassungsstelle, nämlich das Bundesverfassungsgericht. Auch das ist relativ unbekannt. Das wurde erstritten von mehreren jungen Menschen. Und das ist richtungsweisend. Und damit kriegte im Prinzip die ganze Klimapolitik der letzten Regierung eine rechts und links, darf man das so sagen?
Es war eine Aufforderung, jedenfalls zu sagen. Jedenfalls ist es eine Korrektur gewesen. Ja. Und das kann man auch so sagen. Und das spricht letztlich übrigens auch für das politische System, dass dieses politische System auch Korrektive hat. Und da muss man auch ertragen, wenn man selbst korrigiert wird. Und genau das hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Beschluss vor einem Jahr getan. Es hat, wie Sie zu Recht sagen, an der Stelle gar nicht primär ökologisch argumentiert, sondern in Bezug auf ein Grundrecht. Und zwar auf die Freiheit. Und zwar auf die Freiheit derer, die jetzt jung sind oder noch kommen. Und dass deren Rechte beschnitten würden. Und darauf aufbauend ist sowohl der Bundesregierung als auch dann dem Bundestag als Gesetzgeber aufgegeben worden, einige, nicht alle, aber einige Eckpunkte im Klimaschutzgesetz zu überarbeiten. Und es hat mit Steuermitteln und auch Engagement zu tun. Hier eine kleine Grafik von Katapult. Ausgaben für Fahrradwege in Europa pro Kopf und Jahr. Utrecht 130 Euro, Berlin 4,70 Euro. Ja, und dann weiß man auch, was so Prioritäten sind und was nicht. Weitere Fragen aus dem Publikum? Da hinten, Herr Gast. Mein Name ist Felix Bentley, ich bin Wissenschaftler an der TU Berlin, Stadtplaner, und ich höre natürlich hier auch so eine Obrigkeitskritik die ganze Zeit, aber tatsächlich erlebe ich es in unserer Disziplin, in den Kolleginnen, mit den Kolleginnen oft, dass wir natürlich Veränderungsstress haben. Das ist vielleicht auch ein Thema, was hier da ganz wichtig ist. Denn wenn die Straßenbahn gebaut werden soll, wenn die Parkplätze wegkommen, dann sind es tatsächlich auch Sie alle, die sich darüber beschweren und die dann klagen und die dann sagen, das können wir jetzt lieber doch nicht machen, weil meine Kinder werden vielleicht von der Straßenbahn überfahren. All das passiert ja auch. Und ich glaube, meine Frage an das Podium ist, wie gehen wir eigentlich mit diesem Veränderungsstress um? Nicht nur der Hitzestress, nicht nur der Stress durch Dichte, sondern auch Veränderungsstress. Hm. Da gibt es in der Psychologie ein Gefühl, das heißt Reaktanz. Und das hat, das kennt jeder, wenn Sie einem dreijährigen Kind eine Schachtel Buntstifte hinhalten und sagen, du darfst hier irgendeine Farbe nehmen, außer gelb. Alle die Kinder haben Lachen. Ich wollte aber gerade gelb. Und das funktioniert mit jeder Farbe und in jedem Lebensalter. Das ist bei 30 und 70-Jährigen kein Deut besser. Wir haben eine riesen Verliebtheit für den Status quo und jede Veränderung davon macht uns erstmal Stress. Und das ist genau das Riesenthema, dass wir das, was da ist, erstmal sehen können. Wir können uns dazu verhalten, aber das, was noch nicht da ist, löst erstmal keine Gefühle aus. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden, wo wollen wir hin. Einmal in die Runde, wie gehen wir mit dem Veränderungsstress um und wie könnten wir das auch, wie könnten wir mehr Lust machen auf die Zukunft und auf menschenwürdigere Städte? Ich bin so dankbar, dass Sie das gesagt haben, weil ich hier die ganze Zeit gesessen habe und dachte so, wie kann ich jetzt sagen, ein bisschen sind wir ja auch schuld. Wie kann ich denn sagen, naja, eigentlich haben wir ja auch hier in Berlin die Gefäh gewählt, die jetzt irgendwie nicht Büllerbü hier haben möchte. Und eigentlich sind wir ja alle mit Teil dieses Problems. Und dann habe ich gesagt, nee, sag mal lieber nichts, weil nachher bist du irgendwie die Böse, die ja eigentlich auch dafür verantwortlich ist, dass wir hier heute so leben. Wir sind. Deswegen bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie diese Anmerkung gemacht haben. Ich komme aus einer türkischen Familie. Mein Vater ist von einem Pferd in Anatolien abgestiegen, ist nach Deutschland gekommen, hat hier gearbeitet und hat sich einen Mercedes gekauft nach 10 Jahren. Auto. Die Hälfte meiner Kindheit habe ich in einem Mercedes verbracht, 3000 Kilometer jeden Sommer von Duisburg nach Anatolien. Ich hasse Autos. Ich habe mein Auto irgendwann, ich habe eins in Duisburg gehabt und dann bin ich nach Berlin gekommen und habe ganz schnell gemerkt, ich brauche hier kein Auto. Vor 20 Jahren habe ich mein Auto abgeschafft. Es war eine große Umstellung. Ich hatte auch diesen Veränderungsstress, damals gab es diesen Begriff wahrscheinlich noch gar nicht, aber ich habe ihn natürlich gespürt. Ich glaube, wir können das nur schaffen, wenn jeder auf ein Stück weit auf seinen Komfort verzichtet. Wenn ich natürlich sage, ich möchte gerne eine gesunde Umwelt haben, ich möchte gerne auch ganz viel Grün um mich herum haben, ich möchte auch, dass meine Kinder auf der Straße spielen können, aber mein Auto steht vor der Tür, dann funktioniert dieses Spiel nicht. Ich habe während der Corona-Zeit, ich fahre Fahrrad, ich fahre ausschließlich Fahrrad oder Bahn, wenn die Strecken länger sind, aber sonst fahre ich Fahrrad. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie dankbar ich
bin, dass wir diese Pop-up-Radwege bekommen haben. Ich wohne in der Nähe von der Kantstraße. Als diese Pop-up-Radwege dort waren, ich habe mich wirklich auf meinem Fahrrad das erste Mal getraut, auf der Kantstraße, auf der Straße zu fahren. Ich kam mir vor wie so ein Cowboy, der Richtung Sonnenuntergang mit dem Fahrrad, weil links waren Autos, die mich geschützt haben, rechts war der Bürgersteig, der mich geschützt hat. Ich habe in meinem Leben noch nie so sicher Fahrrad gefahren auf einer Straße. Und wenn wir anfangen, wirklich alle auch ein Stück weit auf den eigenen Komfort zu verzichten, des Autos, und sagen, hey, in einer Stadt wie Berlin brauchen wir das Auto innerhalb der Stadt nicht. Wenn ich mir das anschaue, wie viele trotzdem immer noch im Stau stehen wollen, würde ich sagen, ja, selber schuld, schön blöd. Also jeder Einzelne von Ihnen, und seien Sie mir nicht böse, jeder Einzelne von uns ist mit dafür verantwortlich, dass wir hier eine lebenswerte Stadt haben. Und da muss jeder vielleicht auch mal ein bisschen auf Bequemlichkeit verzichten. Das ist eigentlich, ja, anders geht's gar nicht. Anders kriegen wir es nicht hin. Oder wir beschimpfen Sie die ganze Zeit als Politiker. Aber das ändert sich ja dann auch nicht. Das wird nicht wirklich weiter. Schöner Beitrag. Wir haben viele Stimmen hier im Publikum, die sich rühren wollen. Vielleicht sagen Sie auch kurz, aus welcher Lebensperspektive Sie die Frage stellen. Guten Tag, ich bin Informatikstudentin und erstmal vielen Dank für die interessanten Einblicke. Ich hätte jetzt noch direkt zu der App ein paar Fragen. Zum einen, wie wägt man es ab zwischen Datenschutz und der Möglichkeit, die Daten auf Repräsentativität auszuwerten? Dann wollte ich noch fragen, ob es auch angedacht ist, Schnittstellen zum Beispiel zu Twitter oder Instagram zu verbinden, wo die dann einfach die Möglichkeit haben, ja auch, also die posten ja auch was vieles mit Standort und irgendwelchen Hashtags, kann man ja auch Informationen herausfiltern, dann hätte man natürlich qualitativ nicht so hochwertige Daten, aber vielleicht mehr. Und dann würde mich noch interessieren, was geplant ist mit den Ergebnissen aus der App zu machen. Dankeschön. Darfst du Fragen, Eckart? Oder? Ja, ich sammle mal noch ein paar Fragen. Ja, danke. Das passt sehr gut. Ich schließe mich nämlich gerne an app-spezifische Fragen an. Gesine Heinrich vom Museum für Naturkunde. Ich bin hier mit der Wissenschaft im Dialog und Museum für Naturkunde. Wir haben einen Wettbewerb, der bundesweit läuft, Citizen Science in deiner Stadt, auf die Plätze. Und wir sind auch verknüpft mit der Bürgerschaften-Wissen-Plattform, also die zentrale Citizen Science-Plattform in Deutschland. Und mich würde sehr interessieren, was mit den Daten, also wie, Sie hatten mal angesprochen den Gestaltungsaspekt, der da auch mit drinstecken kann. Bisher war jetzt eher so die Präsentation der App, wie sie funktioniert und dass Emotionen abgefragt werden. Mich würde interessieren, was weiter passiert, also wie die Bürgerinnen weiter eingebunden werden und welche Partizipationsgrade da noch geplant sind. Danke. Ja, Naturkundemuseum auch ein ganz, ganz engagierter Player auch zum Thema One Health, zum Thema, wie wir verhindern, dass wir die Nächsten sind, die aussterben. Darüber kann man nirgendwo in Berlin besser nachdenken als unter dem Dinosaurier-Skelett. Ja, Alexandra Dehnhardt vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Wir beschäftigen uns auch viel mit Umwelt, Klima, Biodiversität und Stadtplanung. Und ich habe tatsächlich eine Frage auch konkret zur App. Sie erfassen jetzt ja Daten zur emotionalen Landkarte, aber was passiert mit den Daten, beziehungsweise wo ist die Verknüpfung dann tatsächlich zu möglicherweise Einflüssen, die diese Emotionen hervorrufen? Also erfassen Sie Hitzedaten, Gründe, warum die Leute sich da aufhalten zum Beispiel und möglicherweise ja auch die Emotionen beeinflusst? Also was habe ich davon, wenn ich jetzt auf einer Landkarte eine reine Abbildung des emotionalen Zustands habe, mit was für Parametern wird das noch verknüpft? Also wenn Sie es für die Stadtplanung und Gestaltung nutzen wollen, wäre es ja gut, da irgendwie so ein bisschen Ursachen, Nutzungsmuster, weiß ich nicht, Motivation, warum die Leute sich gerade dahin bewegen, abzubilden. Das würde mich nochmal interessieren, was da dann tatsächlich mit den Daten passiert. Genau, wie Sie da damit Stadt gestalten wollen. Danke. Der junge Mann vor Ihnen ist als nächster. Hallo, mein Name ist Julian Pilzer, ich bin 17 Jahre alt, durfte, also wie Sie schon sagten,
wenn man am 18 teilnehmen darf, scheinbar gar nicht an der App teilnehmen. Finde ich auch ein bisschen schade, sage ich jetzt mal, auch wegen Datenschutz, was auch immer, dass die Eltern zustimmen müssten. Wären aber bestimmt auch sehr interessant, wenn jüngere Generationen damit eingebunden werden könnten und da auch Vergleiche gezogen werden könnten von den Generationen her. Und dann eben noch meine hauptsächliche Frage, wie eben die Schwerpunkte oder ob es Schwerpunkte gibt, die man einsehen könnte am Ende, wie zum Beispiel, also jetzt meine Grundüberlegung, man verbringt ja die meiste Zeit des Tages in der Arbeit, in der Schule oder eben zu Hause, ob da diese Schwerpunkte quasi noch berücksichtigt werden oder ob es eben eher um die gemeinnützigen Plätze, also um die allgemeinen Aufenthaltsorte geht. Stimmt, es wäre sehr interessant zu wissen, in welcher Berliner Schule man sich wohlfühlen kann. 32er Klassen, das ist mit Stress auch so eine Sache. Mit dichte Stress und Toiletten, ja. Herzlichen Dank. Hand hoch, wer will noch dringend was loswerden? Wir sind schon über der Zeit, aber ich finde das sehr, sehr anregend, was hier gerade passiert. Guten Abend. Meine Sie schreiben, wollen Sie auch noch was wissen vom Podium? Mein Name ist Astrid Blank. Ich bin geradezu prädestiniert dazu, an dieser Studie teilzunehmen, weil ich akut im Veränderungsstress bin. Ich bin nach 38 Jahren umgezogen aus der lebendigen Stadtmitte an den äußersten Stadtrand oder besser gesagt von der Spree an die Havel. Ich fotografiere leidenschaftlich gerne, habe auch viele schöne Fotos vom Futurium und auch von der Umgebung. Und nun begegnet mir der Auftrag in der App, Fotos zu machen. Und mich interessiert brennend, was geschieht mit diesen Fotos? Denn die Antworten auf die Fragen sind alle mit messbaren Größen, mit den Bewertungen von 1 bis 5 verbunden. Aber die Fotos geben Spielraum frei für Interpretation. Und ich frage mich, was damit geschieht, diesem subjektiven Empfinden, was mit einem Foto Ihnen zur Verfügung gestellt wird, in diese Bewertung mit einzubeziehen. Vielen Dank. Die Dame erst. Ah. Also. Ja, guten Abend allerseits. Mein Name ist Insa Schrader. Ich lebe seit über 20 Jahren in Berlin und mein neues Themenfeld nenne ich Healing Culture. Und ich versuche da das, was weltweit schon zu diesen Themen, nämlich die Verbindung von oder der Nutzen von Kultur und Kunst und Gesundheit schon da ist und schon erkannt ist, zu verbinden und sichtbar zu machen. Und deswegen möchte ich eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass es schon ganz viel gibt, auch an Daten und auch an Projekten und dass wir uns auch, ich finde es super, dass was hier in Berlin passiert, aber ich denke, wir können auch ganz viel aufbauen auf dem Wissen, was es überall schon oder andernorts gibt. Also ich weiß zum Beispiel, dass Baltimore gerade Healing City ist und das in ganz vielen Krankenhäusern und auch in Museen, gerade in England, ganz viel passiert und die sich als Health-Institutionen verstehen. Ja? Und da gibt es auch ganz viele Verknüpfungen schon. Also insofern auch, ich glaube, dass man auch da ganz schnell auch ganz viele Ressourcen binden kann. Vielen Dank. Ja, es gibt ja auch bei Krankenhausbauten diese Idee von Healing Architecture. Welche Rolle spielt da Begrünung? Worauf gucke ich? Welche Geräusche fördert man zum Beispiel? Hört man das Plätschern von Wasser, was nachweislich wahnsinnig gut der Seele tut? Oder hört man Straßen- oder Baulärm? Also all das hat man lange Zeit auch in der Medizin ignoriert. Letzte Frage Fragerunde. Ist ja, genau. Thomas Sommer, hallo. Ich bin Bürger. Und mir ist bei den Fragen eingefallen, Sie hatten zwischendurch erwähnt, dass es in London ein ähnliches Projekt bereits gab. Und möglicherweise hilft es bei der Beantwortung der Fragen, falls es da Erkenntnisse gibt, wie das da lief und wie die Ergebnisse waren. Mhm. Gut, und? Isabella Trimmel, ich bin Künstlerin und beschäftige mich auch mit dem Thema Healing Architecture. Mich würde aber interessieren, dieses soziale Raum, Green Building im Außenbereich, also sozusagen sich zusammensetzen, grünen und gleichzeitig haben aber das Problem, die Leute sitzen und quatschen, sind sehr laut, also wir haben sozusagen eine massive zusätzliche Lärmbelästigung und was machen wir mit den Leuten, die sozusagen in den Wohnungen sind, also wie kann man diese zwei Dinge, weil ich finde das Draußensein toll, zusammenbringen. Und der zweite Punkt, warum ist das Thema Bevölkerungszuwachs in dem ganzen Thema überhaupt kein Thema? Wundert mich immer wieder in den Diskussionen. Gut. Ich würde das so gestalten, dass Masa zuerst
anfängt, weil ganz viele Fragen auch zur App waren, wenn es noch aus dem App-Entwicklerteam noch eine Ergänzung braucht und dann ein Schlusswort von jedem der Diskutanten, dass wir nochmal sehen, Healing City, welche Orte könnte man auch heilsamer gestalten, als sie sind, welche Rolle spielt die Politik und ja, wie gehen wir mit dem Interessenkonflikt im Tiergarten auf der Straße, die einen wollen pennen, weil sie am nächsten Früh morgen raus wollen, die anderen wollen feiern, also auch das ist statt. Ja, also ich habe mir jetzt ganz viele Stichworte aufgeschrieben. Ich glaube, zu allen kann ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, sondern für die Details würde ich auch auf die Webseite verweisen, die wir jetzt auch immer mehr auch noch im Detail ausarbeiten werden. Also, aber vielleicht ein paar wichtige Sachen. Wo befindet man sich, wurde gerade gefragt von dem 17-jährigen Freund. Wird es auch erfasst, ob ich mich irgendwie drinnen zu Hause bei der Arbeit oder im öffentlichen Raum befinde? Ja, das wird erfasst, weil das macht natürlich einen Unterschied. Deswegen gibt es auch hierzu Fragen, die man in der App beantwortet. Vielleicht auch interessant zu wissen, wenn man mitmacht, geht das über eine Woche, der Befragungszeitraum. Dreimal am Tag wird man gefragt. Und eine Befragung dauert etwa 2 Minuten und eine dieser Fragen, die da kommen, ist danach, wo man sich befindet, aber eben auch, welche Menschen um einen herum sind und so weiter. Die Frage kam nämlich auch, wie kann man überhaupt unterscheiden, ob die Emotion, die man angibt, ob die irgendwie im Zusammenhang mit der Umgebung steht oder vielleicht, weil man sich in der Früh irgendwie heftig gestritten hat zu Hause oder so. Auch das fragen wir, inwiefern die Emotion, die man in sich empfindet, gerade von der Umgebung beeinflusst wird. Auch ob man das Gefühl hat, man kann sozusagen auf die Umgebung gerade einen selber irgendwie einen Einfluss ausüben oder nicht. Auch kam die Frage, gibt es eigentlich da bestimmte Schwerpunktgruppen? Ja, einer von diesen Schwerpunktgruppen sind tatsächlich junge Erwachsene, wie gesagt, mit der Einschränkung ab 18. Das hat aber eben was mit Einverständniserklärungen und solchen Dingen zu tun, leider. Aber junge Erwachsene, da haben wir einen besonderen Blick auch drauf. Warum? Weil das die Altersgruppe ist, bei der Stress und Stressfolgen besonders ungefiltert ankommen. Das haben wir auch während der Pandemie gelernt. Und bei denen, wir haben selber eine Studie gemacht zur psychischen Gesundheit während der Pandemie und gefunden, dass Einsamkeit zum Beispiel, und Einsamkeit ist einer der Top-Stressoren in der Stadt, besonders stark in der jungen Generation zugenommen hat in dieser Zeit. Also das ist eine Fokusgruppe, bei der da natürlich auch Prävention eine ganz besondere Rolle hat. Die Ergebnisse dieses Projektes, auch die Frage wurde gestellt, die wollen wir natürlich teilen. Die sollen nicht nur, wie man sonst so kennt, in wissenschaftlichen Publikationen Eingang finden, das vielleicht auch, aber ganz wichtig ist es, diese zu teilen mit Politik und mit Zivilgesellschaft und den Bürgerinnen, die sich beteiligen in erster Linie. Dazu haben wir angefangen, auch ein großes Netzwerk zu bilden, das alle in diese Sektoren hineinreicht. Und sind auch froh um jede, sozusagen um jeden Hinweis, um jede Interessensbekundung, an dem Austausch und auch an der Ergebnisinterpretation mitarbeiten zu wollen und zu können. Das ist heute der erste Tag des Projektes. Die nächsten 3 Jahre sind wir damit befasst. Und wenn Sie in dieser Zeit Lust haben, sich zu beteiligen und auch Ihre Stimme hörbar zu machen, dann schreiben Sie uns, dann wenden Sie sich an uns und wir sind froh, unterwegs eine Gelegenheit zu finden, um zum Beispiel dann auch die Ergebnisse miteinander anzuschauen und sie miteinander verständlich zu machen und auch zu interpretieren. Auch das ist Bürgerwissenschaft, auch das ist Citizen Science. London war noch gefragt. Und London, ja, mit der Londoner Gruppe kooperieren wir, deren App haben wir adaptiert auf unsere Verhältnisse und da ist es, das ist relativ ähnlich, was die machen, bloß dass das etwas weniger eingerahmt ist in so einen bürgerwissenschaftlichen Rahmen. Was wir anders auch machen als die Londoner Studie ist, dass wir diese Ergebnisse nicht nur mit vielen gesellschaftlichen Sektoren mit Ihnen zusammen uns angucken wollen, sondern eben auch mit vielen verschiedenen Disziplinen. Ich komme aus der Medizin, meine Kollegen und Kolleginnen, die hinten stehen, aus der Architektur, aus den Sozialwissenschaften und vielen anderen.
und wir gucken uns das im Schulterschluss an und versuchen eben so mehr zu verstehen, als jeder Einzelne von uns kapieren würde, wenn er sich diese Daten alleine anguckt. Sarah, noch einmal ein Aha aus dieser Runde. Was nimmst du mit und wie kann Floating University auch weiter floaten? Also für mich ist das Vermitteln eigentlich ein gutes Stichwort jetzt gewesen, dass es bei auch diesem neuen Anpassungsstress für mich auch immer darum geht, wie viel habe ich davon mitbekommen, wie viel war ich davon Teil, wie viel habe ich mit selber entschieden. Also im Kleinen, was habe ich selber auch verstanden, was kann ich dann auch auf das Große projizieren. Das ist was ich, glaube ich, auch für die emotionale Stadt jetzt auch dann mitnehmen möchte, dass man kleine Dinge ausprobieren kann, kleine Dinge verstehen kann, aber dass die für das Große sehr viel Sinn ergeben dann. Ich nehme mit heute Abend, abgesehen davon, dass ich diese App nicht kannte und froh war, sie kennengelernt zu haben. Das Projekt war mir wirklich nicht bekannt, war für mich auch ein Grund, hierher zu kommen, um mal zu hören, was steckt denn dahinter. Man lernt ja in solchen Veranstaltungen auch einerseits der sehr große Veränderungswille, der sich hier in diesem Saal widerspiegelt, und das nehme ich auch schon pars pro toto, das ist ein Veränderungswille, der über diesen Saal hinausgeht. Ich glaube, die Veranstalter, sie haben gar nicht mit so vielen Menschen gerechnet heute. Und das zeigt, dass viele Leute Interesse haben an Veränderung, an Wechsel. Das ist eben Bürgerwissenschaften. Das, genau. Als ich im Umweltministerium war, haben wir auch Citizen Science auch finanziell unterstützt, weil das auch wichtig ist, dass man in Dialog kommt. Übrigens gerade auch dann, wenn nicht alle einer Meinung sind, dann wird es nämlich besonders spannend. Politik spielt dabei immer eine wichtige Rolle, gar keine Frage. Aber ich will an der Stelle auch deutlich machen, die Politik alleine kann und wird das so nicht richten. Das hat mal ein kluger Kopf gesagt, Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kann. Und da ist eine ganze Menge dran. Wichtig wäre, wenn sich die Veränderungswilligen, egal ob in Politik, in Wirtschaft, in Wissenschaft, in Zivilgesellschaft, wenn die miteinander in Dialog treten oder Dialog bleiben, dann ist schon eine ganze Menge Bewegung. Auch da muss man sich nichts vormachen. Da sind auch noch mal Brüche und Risse und Widersprüche. Das Wort Veränderungsstress umschreibt ja nur ein Phänomen und wahrscheinlich noch nicht mal das stärkste. Ich habe lange im Umweltbereich und im Verkehrsbereich gearbeitet. Ich kann Ihnen sagen, jedes Projekt, wo wir versuchen, eine Verkehrswende hinzubekommen, mehr öffentlichen Personennahverkehr, größere Schienentrassen, Ablösung von Lkw-Verkehre durch Güter auf die Schiene, Brennerbasistunnel und sonst was, löst riesige Demonstrationen aus von Leuten, die sagen, wir sind natürlich für die ökologisch-soziale Verkehrswende, aber hier bitte nicht lang. So ist es auch im Baubereich. Deshalb, Politik ist sich über ihre Rolle im Klaren. Wir machen auch nicht alles richtig, aber ich hoffe, Sie stellen fest, dass wir auch zuhör- und lernbereit sind. Aber am Ende hängt dieser ganze Wechsel, hängt dieser ganze Change auch davon ab, dass die Veränderungsbereitschaft tatsächlich dann auch in der Bevölkerung zunimmt. Mir hat das sehr gut gefallen, was Sie gesagt haben. Am Ende müssen wir alle, und zwar unabhängig von unserer Profession oder unserer jeweiligen Befindlichkeit, wahrscheinlich auch alle bereit sein, an irgendeiner Stelle etwas, was wir individuell liebgewonnen haben. Das mag bei Ihnen was anderes sein als bei mir und bei Ihnen auch, aber an irgendeiner Stelle auch bereit sein, das auch ein Stück zurückzunehmen. Nur die Politik, nur die Wirtschaft, nur die Wissenschaft allein wird es nicht schaffen. Mein Plädoyer ist, wenn alle die an Veränderung Interesse haben, erstens einander zuhören, aber zweitens sich auch ein Stück zurücknehmen, dann könnte schon ein Stück vorangehen. Ich fand das hier heute ganz ermutigend und nehme das eher als positiv mit, auch oder gerade die kritischen Einwände. Dann hätte ich gerne einen Schlusswort von Ihnen. Ich mache es ganz kurz. Ich werde wieder pathetisch. Das liegt wahrscheinlich an meinem Ruhrgebietsblut. Ich habe ja ein bisschen was von Respekt erzählt. Und Sie hatten es gerade angesprochen. Wie wollen wir das eigentlich schaffen, in einer Millionenstadt wie Berlin zusammenzuleben, ohne dass wir uns die Köpfe einschlagen? Ich glaube, das Zauberwort ist Rücksichtnahme. Und wenn die einen zu laut sind und die anderen wollen schlafen, ist das Zauberwort Rücksicht. Und das haben wir schon als Kinder gelernt, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen. Und es hört sich, wurde ja oft strapaziert, das Wort. Ne? Wir sind nicht Bullabü. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich hätte gerne Berlin als Bullabü als Stadt.
Und ich finde es eigentlich schön und ich finde das auch gar nicht so despektierlich. Warum eigentlich nicht? Warum wollen wir nicht eine Stadt haben, eine Millionenstadt haben, wo alles auf Respekt, auf Rücksichtnahme, auf Zusammenhalt und auf Nachbarschaftlichkeit beruht? Und wenn das jeder in seinem kleinen Kiez macht oder in seinem kleinen Bereich, dann bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass wir das schaffen und nicht in der Zukunft, sondern, wie Sie es so schön gesagt haben, in der Gegenwart. Herzlichen Dank, dass wir so viele verschiedene Perspektiven auf der Bühne und natürlich auch im Publikum hatten. Einen großen Dankeschön-Applaus für alle hier auf der Bühne. Und ich darf Massa, dich brauchen wir gleich noch. Ich glaube, das Wichtigste, was ein Einzelner, eine Einzelne tun kann, ist, kein Einzelner zu bleiben, sondern sich tatsächlich zu vernetzen und auch an einer Gelegenheit wie heute Abend hier diese Bereitschaft, neue Perspektiven einzunehmen, einzuüben. Auch das ist ein Mittel gegen den Veränderungsstress. Auch das ist eine Frage, dass wir uns an diese VUCA-Welt, die volatil, widersprüchlich, komplex und gleichzeitig real ist, auf eine Art sehr schnell adaptieren müssen, weil sich die Welt nicht nur nach unseren Vorstellungen richtet, sondern ihre eigene Realität hat, auch in der Physik und auch in der Physiologie des Menschen und auch im Beton. Und wenn man immer mit dem Kopf gegen die Wand ist, vielleicht gibt es doch eine Tür. Das letzte Wort hat Stefan Brandt, der uns erzählen wird, wie es weitergeht, weil das Interesse an dieser Thematik offensichtlich wirklich riesig groß war. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass ein Drittel absagt, aber sie waren alle gekommen. Und das ist großartig und deswegen geht es auch lebendig weiter. Stefan. Ja, danke, Eckart. Ich wollte auch nochmal Ihnen allen Danke sagen. Das hat ja jetzt auch ein bisschen gedauert und ich spüre immer noch totale Energie hier in diesem Raum und Interesse. Ich muss auch sagen, ich habe gar nicht gewusst, wie viele Arten von Stress es gibt. Wir haben von Veränderungsstress gesprochen, von emotionalem Stress, von sozialem Stress, von Einsamkeitsstress. Da wird einem ganz stressig dabei, wenn man das hört. Und man merkt, glaube ich, wenn man das alles hört, es muss sich was verändern. Es ist nicht nur Veränderungsstress, sondern auch Veränderungsdruck, der hier deutlich geworden ist und den wir hier auch weiter transportieren wollen. Und Sie haben zu Recht ja auch die Fragen gestellt, wie geht es eigentlich weiter? Naja, man muss sagen, in diesem Projekt 3 Jahre angelegt sind wir jetzt eben erstmal in einer Phase des Sammelns, wo wirklich versucht wird, nicht nur die Erbsen zu zählen, sondern eben auch, Sie hatten das mit den Fotos gesagt, auch mal auf Dinge einzugehen, die man vielleicht nicht so zählen kann, wo man auch mal die Emotionen versucht tatsächlich zu erfassen. Ich glaube, das ist die Stärke dieses Projekts, dass es eben auch solche Zwischenräume versucht zu erfassen. Also wir versuchen das, in der nächsten Phase wird es dann um die Auswertung gehen und ja, am Ende müssen wir das schaffen und ich denke, Mazda, das ist der Auftrag, den wir dann auch haben, tatsächlich diese Ergebnisse auch an die richtigen Stellen zu bringen, dass dann eben Veränderung möglich wird. Und ich kann Ihnen auch schon sagen, ich mache ja hier so ein bisschen die Veranstaltungswerbung, 14. September, der Verkehrsminister Wissing, da gehen wir auf jeden Fall ran mit den Themen, stellen wir auch die Frage, ob das Tempolimit auf Autobahnen wirklich daran scheitert, dass in Deutschland keine Verkehrsschilder gibt, war ja sozusagen so eins dieser Dinge. Die Frage werden wir stellen. Aber wir haben natürlich auch im Februar dann die regierende Bürgermeisterin hier in derselben Reihe, wo wir dann vielleicht ja auch schon erste Zwischenergebnisse aus dem Projekt haben und sie dann direkt sozusagen mit dieser Frage, Bullerbü, ja oder nein, in welche Richtung gehen wir, konfrontieren können. Aber ich möchte vielleicht auch noch ein bisschen zu diesem Projekt einige Veranstaltungen erläutern, denn wir versuchen möglichst viele Facetten auch klar zu machen oder anzusprechen hier. Zunächst ein bisschen spielerisch, am 1. September geht das los, Cotti statt Côte d'Azur, unser Kneipenquiz, wo wir uns in der Tat auch mal auf spielerische, humoristische Weise versuchen anzunähern, was stört uns hier eigentlich in Berlin, das wird noch der niedrigschwellige Einstieg, dann vielleicht die nächste Folie, 13. Oktober, auch im Rahmen dieses Projekts, Green and the City, da wird es um die Frage gehen, ja, Grünräume, was bedeuten die nicht nur ökologisch, sondern auch psychologisch, da werden wir mit ExpertInnen und eben auch partizipativ hier im Raum, vielleicht in einem ähnlichen Setting wie heute, über diese Frage sprechen. Und dann das dritte, Art and the City, auch das wurde heute angesprochen, Kunst, Künstlerinnen und Künstler, Kunst im öffentlichen Raum, was kann die eigentlich auslösen, wie kann die diesen vielen Stressfaktoren eigentlich am Ende
entgegenwirken. Und dann eben der 14. September, ich sage es nochmal, Volker Wissing hier. Und da haben Sie hoffentlich viele Fragen, die Sie ihm dann auch stellen können. Ja, so viel vielleicht an dieser Stelle. Ihnen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Und ich habe nicht das letzte Wort, sondern nur das vorletzte, das allerletzte Wort. Das hast du, Mats, da du wolltest, glaube ich, noch auch eine wichtige Sache sagen. Ja, und zwar, dass sich ein so komplexes Projekt wie dieses natürlich nur in einem ganz großen und toll zusammenarbeitenden Team realisieren lässt. Und deswegen würde ich gerne mal das gesamte Team einmal hier nach vorne bringen. Ich finde, die haben einen ganz großen Schlussapplaus verdient heute, wo dieses Projekt und wo das losgeht, das Ergebnis, man muss eigentlich sagen, von vielen, vielen, vielen Wochen und Monaten Arbeit. Und deswegen bitte ich hier alle mal auf die Bühne. Jonas Schöndorf, Sephira Kolbe, Hanna Kruft, Aurelie Mott, Monique Lukas vom Futurium, Johannes Sturm vom Futurium, Ekaterina Wasilewski aus der Fliedner Klinik. Wo ist sie? Und ich finde, vielen Dank. Das ist euer Applaus. So. Es geht noch weiter. So, ohne diese Gruppe, und eigentlich gibt es auch noch viel mehr, die hinter den Kulissen geholfen haben, wäre so ein Projekt nicht machbar. Und deswegen finde ich, sind wir alle sehr dankbar, auch für diesen sehr, sehr netten Applaus. So eine Arbeit ist totales Teamwork. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns jetzt hier an diesem Abend so versammeln können. Sie wissen, Sie können sich vorstellen, wie viel Stress, auch das ist eine Form von Stress, dieses so ein Projekt hervorbringen kann, bis man es dann so an den Start rollen kann. Wir haben jetzt bis das ganze Wochenende noch an vielen kleinen Problemen rumgetüftelt und für alles dann eine Lösung gefunden. Und das geht eben noch zusammen. Und irgendwo ist auch noch mein Co-Projektleiter Jörg Fingerhut. Ah, da ist er. So, und damit und mit diesem Applaus kommen wir, glaube ich, jetzt zum informellen, zum gemütlichen Teil des Abends, hätte man früher gesagt. Und Stefan sagt, wo es gleich lang geht, um ein Schlückchen Wein zu bekommen. Sagen, wenn wir haben noch einen kleinen Empfang vorbereitet, also wer noch ein Glas Alkohol, nicht Alkohol, was auch immer trinken möchte, ist herzlich dazu eingeladen im Anschluss, dank der Fliedner Klinik, die das möglich gemacht hat. Also Sie können das Gespräch gern fortsetzen und alle Beteiligten des Projektes stehen auch gern noch für Fragen und Anregungen und Verbesserungshinweise zur Verfügung. Aber ich glaube, das war es jetzt wirklich, oder? Dankeschön. Wo ist der Empfang?